Freunde und herzlich willkommen zu unserem gemütlichen Stream am frühen Donnerstagmorgen. Mein Name ist, wie ihr wisst, Taris und wir sind schon wieder aktiv in unserem Auenland. Ich habe allerdings gerade noch nicht ermittelt, ob wir Gamesound haben. Das ist eine sehr spannende Frage. Glaube nämlich nicht. Müsste mir gerade so einen Felsen setzen. Gucken, ob da ein Ton von sich gibt. Ja, doch, es gibt einen Ton von sich. Oh ja, sogar einen sehr leisen. Alles klar. Also, wir haben in der letzten Folge, wie ihr wisst, hier ein bisschen dieses Hirschgehege gebaut. Ich habe das natürlich jetzt nochmal um einiges an Grünzeug ergänzt. Unsere drei Hirsche, denen geht es gut. Dann habe ich seit dem letzten Stream nochmal ein bisschen... Jetzt haben sie auch endlich was zu fressen, das hatten sie die ganze Zeit nämlich nicht. Seit dem letzten Stream... auch nochmal zum Beispiel jetzt endlich Spendenboxen aufgestellt. Es sind immer noch keine Besucher im Zoo. Die lasse ich erst dann rein, wenn alle Gehege fertig sind im Auenland und wir zum nächsten Teil übergehen. Hier habe ich diese Gehegetafeln installiert. Also diese Informationstafeln habe ich hier auch so eine Birkenoptik eingebaut, damit das prima zum Auenland passt. Ich muss mal gucken, ob ich Hobbit-Statuen kriege irgendwo. Die würden dann hier an solche Stellen zum Beispiel noch kommen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Dann dieses Hobbit-Gebäude hier kennen wir ja bereits. Das ist die Gaststätte, das Restaurant, Schrägstrich, wo die Hobbits sich abends so treffen. Ja. Und dann habe ich noch diesen Hotdog-Stand dazu gebaut. Und hier um die Ecke, wie uns das Schild verrät, ist noch eine Toilette. Mit der Toilette bin ich noch nicht ganz glücklich, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass ich hier noch so ein bisschen Efeu runtermachen möchte an den Wänden. So wie das hier vorne der Fall ist, dann wird das Ganze auch ganz gut aussehen. Von hier oben ist übrigens noch so eine Informationstafel für die Hirsche. Da hinten wird ja dann später der böse Teil des Zoos kommen. Im heutigen Stream, mal gucken, wie lange wir brauchen, möchte ich diesen Bereich hier bearbeiten. Hier sollen Rothunde rein. Hier hinten sollen noch zwei Hobbithäuser hin, eins hier und eins hier. Hier muss ich gerade nochmal gucken, ob ich hier vom Berg noch höher kann. Ja, hier kann ich noch höher. Das ist also kein Problem.
Dann geht hier irgendwie so eine Treppe runter, führt hier zum ersten Hobbithaus. Geht hier noch so einen Weg lang, führt dann hier zum zweiten Hobbithaus. Irgendwie sowas. Ist aber auch nur reine Dekoration. Und warum ist das hier so schrabbelig an der Stelle? Und dann kommen hier in das Gehege, wie gesagt, Rothunde rein. Ich guck mal, ob ich gerade das Gehege hier an der Stelle, ob ich das hier, dieses Gelände hier noch abgeflacht kriege. Nee, ne? Nee, schade, leider nicht. Ich möchte das aber auch nicht dran rumspielen, großartig, sonst, sonst habe ich gleich wieder den Weg nicht richtig. Und die Wege sind hier unantastbar. Das geht hier einer bestimmten Performance nach. muss nur mal gerade überlegen, wenn ich hier ein Hobbithaus hinbaue, das in diese Richtung hier, also zu uns guckt. Wie ich das von hinten her mit dem Berg mache, weiß ich, aber dann muss der Berg hier drüber gehen. Aber da kann ich mir, da lasse ich mir was einfallen, wenn es denn soweit ist. Ich würde sagen, ich baue mal zuerst hier ein bisschen am Hobbithaus. Wir machen jetzt so ein Stündchen Hobbithäuser und dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Tieren. Da vorne ist Stein mit gelber Tür, da ist dieses Dingen. Ich habe noch ein drittes Layout für ein Hobbithaus. Ich glaube, das nehme ich einfach mal an dieser Stelle. Ich habe ein drittes Layout ja noch entworfen. Ist dieses hier? Oder ist das die Gaststätte? Ich glaube aber, das ist Hobbithaus 3, ja. Perfekt. Ja. Oh, ist aber auch ganz schnuckelig, ne? Ja, da habe ich ein bisschen, das ist im Grunde genommen Hobbithaus 2. Ich habe nur die Farben von den Steinen und von den Fenstern verändert. Und noch so einen Holzrahmen drumherum gemacht. Aber das ist im Grunde genommen, ist das Hobbithaus 2, nur mit anderen Farben. Aber das stört uns ja nicht weiter. Das setze ich jetzt einfach mal als Kulisse hier hin. So. Jetzt, ja, jetzt ist natürlich guter Rat teuer. Stimmt gar nicht, wir ziehen es ein Stück nach vorne. Ich dachte, weil das da so ein Stück in den Berg reinbackt, man sollte es doch schon recht komfortabel sehen. Aber hier fehlt was, ne? Hier fehlt so ein Dachteil. Ich habe aber den Verdacht, dass das hier drin ist. Weil ich habe... Warte mal, wenn ich dieses Ding neu raushole aus meinem Zauberhut, ist das dann auch dann? Ist das nämlich da? Das heißt, das sind zwei Gruppen. Das heißt, wenn ich es jetzt zurückmache, ist es da. Genau, und dann muss ich das und das markieren. Ja. Und das Ganze dann wieder ein Stück vorziehen. So. Und dann ist das auch komplett nach vorne gesetzt. Was ich immer zuerst mache an der Stelle und hier drunter befindet sich ja schon der Mitarbeitergang bzw. der Backstage-Bereich, ist hier jetzt hier den Berg drüber ziehen. So, das ist immer das, was man so zuerst machen muss, wenn man diese Hobbithäuser baut. So wie wir das auch da gemacht haben, damit es halt auch so aussieht, als wenn das Ding in einem Berg wäre oder in einem Hügelchen. So. Ist nicht ganz einfach, aber durchaus machbar. Und dann muss es natürlich hier hinten noch ein bisschen Berg geben an den Stellen. Denn es muss ja auch so aussehen, als wenn ein Haus hinter wäre. Auch wenn das Ganze jetzt natürlich nur ein Fake ist und man nicht in diese Häuser rein kann. Aber die Hobbits haben natürlich auch in den Häusern, in den Bergen Lebensraum sozusagen. So, jetzt gucke ich nochmal gerade, wie ich das da gemacht habe. Sieht es eigentlich ziemlich nice aus, ne? Ich hoffe, dass ich das hier auch hinkriege. Und da hinten noch ein drittes Mal. Und dann machen wir noch irgendwo, warte mal, dann habe ich drei Häuser, dann habe ich vier Häuser, weil ich da noch eins hinmache. Und dann können wir hier hinten in die Fassade nochmal so ein fünftes und vielleicht ein sechstes, jetzt das wollte ich sagen, reinbauen. So. Es wird ja auch immer erst dann ein richtiger Berg draus, wenn man das Ganze hier so ein bisschen abflacht, abrundet. So. Ja, aber irgendwie... Ja, hier fehlt ein bisschen Substanz drunter, ne? Ja, so geht das doch gleich deutlich besser. So, wenn ich hier so ein bisschen aufplustere, dem
Aha, mit der Erde, das geht natürlich. Das geht ja auch senkrecht, das geht ja auch horizontal, nicht nur senkrecht, ne? So, hier kann man es dann so ein bisschen hügeliger machen. Hier auch. Dass es sich auch ein bisschen dieser Hobbit-Form hier von diesem Haus links und rechts anpasst, ne? So. Ich denke, ja. Das jetzt hier noch so entbacken. Und hier oben ein bisschen abflachen. So, 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 so. Irgendwie so müssen wir dann hinkommen. Da kommt ja auch noch. Ja! Sieht doch gut aus. Sieht doch aus wie so ein Hobbit-Haus in so einem Berg. Wie das aussehen soll. Die machen wir es noch ein bisschen flacher, denke ich. So. Alles klar. Alles Weitere wird dann auch mit... Was haben wir hier gepflanzt? Alpen. Johannisbeere. Was haben wir hier gepflanzt? Diesen Busch da. Diesen... ist das Rhododendron? Nee, was ist das noch? Habe ich vergessen. Aber auch das werden wir sicherlich... sicherlich noch pflanzen. Ich weiß nur noch nicht, was wir da machen. Zuallererst dachte ich mir, nehmen wir wieder ein bisschen Tundrafelsen. Wenn wir weiter, wenn wir hier so bei dem Tundrafelsen bleiben im Auenland, machen wir einfach eigentlich nichts verkehrt. So. Die Felsart hier muss ja auch einheitlich bleiben und hier so an diesen Kanten. Ist immer mal gut, wenn man ein bisschen Fels hat. Hier übrigens, hier, wo der Pfeil gerade zeigt, bauen wir eine Treppe hoch, die verschwindet dann hier hinten im Nichts. Aber wie gesagt, das hier ist so eine Dekoration. Hier werden wir auch nicht ganz so viel Liebe reinstecken, wie in die Häuser, an denen vorbeigelaufen wird direkt. Was allerdings nicht heißt, dass wir hier nicht die Höhenformate einhalten. Das heißt, dass wir natürlich auch hier das Ganze etwas tiefer ziehen, so, damit wir da keine Schwebenessel haben. Hier auch nochmal... aber ohne den Efeu. Spannende Frage. Haben wir den Efeu auch auf der Gaststätte? Ich glaube nicht, ne? Gucke ich gleich nochmal nach. Na, ich komme hier nicht mehr durch. Ich habe den Weg versperrt an der Stelle. Haben wir hier Efeu? Nein. Da haben wir diese Trotteln runterhängen, die aussehen wie Trauben. Ja, ich weiß, es gibt Trauben im Zwischenplanet zu, aber das fand ich dann nicht ganz so passend. Jetzt überlege ich mal, was könnten wir hier oben als, als Umrandung sozusagen nehmen? Also mit welchen Pflanzen könnten wir das Ganze oben umranden oder abdecken, sozusagen? Ich habe da im Moment keinen Schimmer, aber irgendwas wird es da geben. Vielleicht Stichwort, einfach mal Stichwort Strauch. Strauch, so. Es muss irgendwas sein, was deckt und hängt. Es könnte theoretisch aber auch, warte mal, der Brombeerstrauß sein, wenn ich den mal ein bisschen so als Übergang, ne? Es gibt ja oben so die Hauptpflanze und dann sicherlich Übergänge. So, und wenn ich den jetzt nochmal nach vorne drehe, jetzt hat er einmal einen Purzelbaum, einmal um seine eigene Achse gemacht. Ist auch nicht schlecht. Ja, das deckt schon mal wundervoll ab. Das sollte es sein. Das heißt, das kann man hier auch vervielfältigen. Ja, stark. So. Und dann von der anderen Seite. Dafür müssen wir das Ding natürlich noch einmal in die andere Achse drehen. Aber da hinten wieder was Unterschiedliches. Natürlich wird sich das auch teilweise wiederholen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass du da gleich wieder von diesem Flieder oder was, ich habe vergessen, was das ist, Hortensie, irgendwie sowas, mit einfließen lassen. So. Aber sowas ist auch gut. Dann kommt da irgendwie noch ein Baum auf dem Berg oder so ein kleiner Busch oder sowas. Die Hobbits sind ja auch für die Gestaltung des oberen Teils ihrer Höhle sozusagen verantwortlich. Also nicht nur unten der Garten, sondern auch was auf dem Hügel wächst sozusagen. Da sind die Hobbits auch für verantwortlich. So. Das ist okay, das da unten gleiche ich anders aus. Und hier können wir nochmal
nochmal sowas machen. Genau, und da das hier auch nur Dekoration ist an dieser Stelle und hier niemals ein Besucher hinkommen wird, wenn das sich jetzt abgehoben hat, hat's noch nicht mal. Stark. Ja, aber guckt mal, süß, klein, schnuckelig ist das Haus hier im Berg eingebaut. Hier machen wir jetzt noch ein bisschen einen kleinen Felsen oder sowas hin, um die Ecke da ein bisschen zu kaschieren. Wie gesagt, an dieser Stelle, das soll von weitem geil aussehen, von nahem sieht es dann halt meistens nicht mehr so toll aus, aber da kommt auch nie einer hin, wenn er es nicht forciert. Also von den Besuchern wird auf jeden Fall keiner da hinkommen, das ist ganz klar. Ja, wenn wir hier so lang gehen, sehen wir halt, da ist ein weiteres Hobbithaus schön drin. Von diesem Hobbithaus aus, ja, das hat natürlich auch einen Zaun vor sich. Dann nehme ich den Zaun hier, den ich ohnehin schon so viel verwendet habe. Aber der sieht auch nice aus, nach wie vor. So. Der fängt dann einmal hier an. Und ja, irgendwo hier machen wir den Eingang. Direkt schon nach da. Ja, würde ich sagen. Das ist der Eingang zum Gelände, also zu der Hütte. Und der Zaun, ich kann ihn ja hier in den Berg reinbauen. Gleich irgendwie da die Ecke kaschieren. Dann mache ich hier nochmal einen Felsen oder sowas vor. Dann sieht es nicht ganz so aus, als wenn er da in den Felsen reingemeißelt worden wäre. Ich kann ihn auch noch ohnehin mal ein bisschen tiefer machen, ein bisschen hier rüberziehen. Damit sich das mit diesen Pfeilern da ausgeht ein bisschen. Und so, alles klar. Da pflanze ich gleich was drüber. Dann fällt das auch nicht mehr so ins Gewicht. Ich bin nur gerade am Überlegen. In der Eingang, ich will den eigentlich mittig haben, ne? Eigentlich möchte ich den Eingang mittig haben. Also ziehe ich das Ding hier rüber. Das war eh unsauber an der Stelle. Ah, ich sehe schon. Hier bedarf es einer etwas professionelleren Hand. Zum einen muss der Zaun hier explizit Pfeiler über Pfeiler sein, damit es nicht schlecht aussieht. Aber ich entferne dieses Teil ganz und setze das nochmal neu an. Ich habe halt ein bisschen Probleme mit meiner Technik, aber es ist Technik halt, ne? Okay, also neuer Versuch. Im Grunde genommen müsste ich jetzt hier das Mittelsegment rausnehmen. Oh ja, ich weiß, was ich mache. Also das hier wird... Man kann ja mal ein bisschen experimentieren. So, dann nehme ich bei diesem Zaunelement hier in der Mitte... Ah, ich muss die doch nicht mal rausnehmen. Es reicht ja, wenn ich die dann irgendwie da links und rechts hin versetze. Ah, ich bin noch nicht ganz sicher, wie das aussehen soll am Ende. Sicher bin ich... Ah, das geht... Ah, siehst du, ja, war das überlappt. Dann muss ich es doch anschieben. Alles klar. Und dann schiebe ich es doch da hinten rüber und dann ist der Eingang hier. Ich sag mal, es wäre ein Nice-to-have gewesen, wenn dieser Eingang vom Zaun direkt in der Mitte gewesen wäre. Aber das, was ich dafür tun muss, ist diesen Aufwand nicht wert. Weil es, wie gesagt, nur Dekoration ist und auch nur im Hintergrund stattfindet. Wow. Okay. Dann soll hier... Erstmal muss hier ein bisschen Berg hin. Ein Geländepinsel also. So. Das ist die Rückseite von der Kneipe und von dieser Bude, die ich da gebaut habe. Von der Hotdog-Bude. Und... Und dann muss ich hier eine Treppe runterbauen. Irgendwie so eine Steintreppe, aber da habe ich noch keine Idee. Ah, doch, ich könnte mal was mit diesem Teil hier probieren. Weil das ist so ein ganz kleines Mini-Felsenstück. Und das könnte ich vielleicht zu einer Treppe anordnen, wenn ich diese Seite hier als Stufenseite nehme. So. Ja, und dann setze ich da gleich auf der anderen Seite nochmal eins gegen. Das ist doch nice. Da, so baue ich auch hinten die Treppe. Zu der anderen Hobbithütte führt hier noch eine zweite Treppe rauf.
So. Aber ich fand's halt, das kann auch ein bisschen random hier sitzen, das ist ganz klar. Das muss nicht, solche Stufen treten sich ja auch aus und ich glaube nicht, dass die Hobbits, obwohl die Hobbits sind sehr fleißig, eigentlich kann das auch sein, dass da einige fleißige Hobbits irgendwie die Stufen richtig ausgeschmückt haben und hier oben packe ich mal so ein Felsplateau hin irgendwie. Ja, aber nicht dieses Teil, sondern dieses, oh wei, dieses Teil hier. Ja, wenn ich das hier so eindrehe, na? Ah, ist doch ein bisschen viel, ne? Dann gehe ich da oben anders weiter. Aber ist das als Treppe zu erkennen? Als halbe Treppe zumindest? Ja, schon. Würde ich mal sagen. Ich gucke jetzt einfach mal, wenn ich das hier spiegel, heißt so rum mache, kriege ich es dann als Stufe verkauft? Ah, mehr schlecht als recht, ne? Ist halt das Doofe, man kann ihn nicht invertieren, man kann ihn nur spiegeln. Man kann ihn nur drehen, nicht invertieren, nicht spiegeln. Oder? Doch, geht. Geht. Klar. Muss den nur einmal um seine eigene Achse drehen. Das müsste doch funktionieren. Also, auch hier mit der geraden Seite nach vorne. Genau. Und da ich jetzt gesagt habe, wir machen das künftig mit dem 45-Grad-Winkel-Ding. 1, 2, 3, 4. Müsste er jetzt theoretisch dieselbe Ausrichtung haben wie sein Kollege. So, außerdem, genau. Außerdem müsste ich in der Y noch drehen. Ja, das muss ich jetzt wieder abschalten. In der Y noch gut drehen können. So. Oh ja. Schön, jetzt kopieren wir das Ganze nochmal. Guck mal gleich, hinten baue ich eine andere Treppe aus irgendwelchen anderen Steinen, aber hier für die Ecke ist das jetzt ganz okay, außerdem habe ich es jetzt angefangen. Aber es ist schon nicht wenig Arbeit, stelle ich gerade fest. Auch so eine simple Treppe. Aber da es eben nur Hintergrund ist, liebe Freunde, wie gesagt, so viel Liebe möchte ich in diese Treppe hier gar nicht reinstecken. So. Ich stelle auch hier fest, dass das hier irgendwie komisch aussieht mit den Stufen an der Stelle. So. Und hier oben, ja, hier ist dann halt so ein Ding und hier geht der Weg dann halt weiter. Da muss ich mal gucken, wie ich das in den Hintergrund verkleide. Wahrscheinlich kommen da ein, zwei Bäume hin. Aber so an sich nicht schlecht. Es sieht aus wie Handmade, also dass da Hobbits Steine gesammelt, beklopft, behauen haben, um eine Treppe zu bauen. Exzellent. Links und rechts davon möchte ich hohes Gras haben. Ja, aber nur links und rechts davon, nicht auf der Treppe. Obwohl, nein. Hier auf der Seite kommt hohes Gras. Ich muss gucken. Jetzt muss ich ja gerade zwei verschiedene Dinge abwägen. Zum einen würde ich jetzt hier mal doch mal gerade glatten Felsen einsetzen. Und so auf beiden Seiten mal gucken, ob das funktioniert. Weil dann wird es auch ein bisschen hier zu den anderen Dingern passen, ne? Das klappt, aber es sieht doch sehr traurig aus, sehr trist. Nee, dann kommt auf jeden Fall auf diese Seite hier langes Gras, was im Auenland ja recht häufig der Fall ist. Wir haben viel langes Gras hier im Auenland. So. Muss hier aber nur ein bisschen aufpassen. Der Pinsel arbeitet ja nicht explizit. So. Ist ja eher doch random, genau, dass wir hier nicht mit in die Felsen reinbaggen mit dem Gras. Kann auch hier langes Gras pflanzen. Ist halt im Auenland so der Aufhänger, langes Gras. Und hier auch die Treppe hoch, also links und rechts. Genau. Ist ja eindeutig ersichtlich, dass es sich dabei um eine Treppe handelt. Da kommen auch gleich noch ein bisschen Farn drauf und was immer so an Steinen rumwächst, ne? Für gewöhnlich. So. Ich hätte jetzt nur gerne diese kleinen Grasdinger hier weg. Das ist leider gar nicht so einfach, auch nicht mit dem Einer-Pinsel. Weil der Einer-Pinsel auch bei 100% Intensität ist ja eingestellt, so gut wie gar nicht funktioniert. Hier oben auch weg. Ah ja. Muss da mal ein bisschen rüberziehen immer, aber... Ah ja, das klappt. So klappt das. Hier auch noch.
Ja, hier ist gerade ein bisschen schwieriger. Da habe ich auch noch keine Lösung für gefunden. Ich glaube, die gibt es auch nicht. So doch, so geht's. Aber eine Frage, von welcher Seite man aus mit dem Pinsel kommt, ist mir aufgefallen. Oh, nee. Warte mal, wenn ich den Pinsel so an... Ich riskiere das jetzt nicht. Sonst hänge ich gleich wieder stundenlang dabei, das Gras hier aus der Treppe zu pulen. So. Ja. Den Rest... mal gucken, was wir da sich da pflanze. Warte, hier nochmal gerade. So ein bisschen. So. Und der Rest kann bepflanzt werden. Jetzt machen wir hier einen Weg von der Treppe zum Eingang von diesem Hobbithaus. Und in das Hobbithaus, was kommt hier in den Garten vorne rein, in den Vorgarten, um den kümmern wir uns gleich. Wir machen jetzt erstmal den Weg dahin. Den machen wir mit leichter Erde und auf jeden Fall einem größeren Pinsel. So. Dann geht's hier rein. Und dann geht's zur Hobbit-Tür. Sehr schön. Okay. Ist das hier hinten auch so, wie ich mir das vorstelle? Naja, man erkennt, dass es ein Weg ist. Das ist in Ordnung. Alles andere. Langes Gras, ja. Wird auch spannend, weil hier unten kommt ja das Rothundgehege später hin. Wie wir hier den Übergang machen, weil diese Wand hier muss auf jeden Fall... Aber ich glaube, die wird hier so schrundig wie die hier. Warte, so. Ist das dieses Zeug? Nee. Ist das dieses Zeug? Ja. Nee. Ist es dieses Zeug? Nee, das ist auf gar keinen Fall. Oder ist es dieses Zeug? Auch nicht. Ich glaube, es ist das hier. Ja. Das heißt, wenn wir die Wand hier schon mal felsig machen. Natürlich wird das ein bisschen randomized nachher noch mit dem richtigen Felsen. Und wenn man da mit so ein bisschen Erde reingeht, dann... aber an sich so als Rothundwand ist das schon in Ordnung. Muss mal gucken, vielleicht mache ich da auch so eine Astbefestigung hin wie bei den Elchen. Bei den Hirschen. So, ich gehe erstmal bis hier hinten rüber. Dass wir hier diese Ecke jetzt fertig kriegen. So. Aber, ja, muss ja mal gucken. Hier ist ja der Weg. Von hier aus wird das Ganze ja nur gesehen. Das ist schon okay. Warte, dann gehen wir noch hier runter. Hier. Ja, das ist okay. Dafür, dass es nur Dekoration ist, alles gut. Sehr schön. Dann brauchen wir hier ein bisschen was links und rechts. Brennnesseln, Farn, vielleicht ein buntes Blümchen in irgendeiner Form. Gucken wir mal, was uns hier... Brennnesseln geht immer. Hier unten an die Treppe kommt so eine Brennnessel. Mit der können wir auch hier gleich schon noch so ein paar Ecken abtarnen. Brennnesseln verwenden wir doch recht häufig in diesem Zoo, also in diesem, im Auenland. Ich glaube nicht, dass wir später, wenn wir... zum Barad-Dur kommen oder sowas, noch großartig mit Brennnesseln arbeiten werden. Ich glaube auch, dass ich hier einfach vor den Zaun wieder Brennnesseln mache. Dann muss ich den Vorgarten gar nicht richtig gestalten. Weil wir das eh nicht sehen werden. Die Brennnessel ist hier eine richtig gute Pflanze für diese Randwachsungen. So. Der Weg hier, dieser Erdweg geht ja dann weiter. Hier gibt es wieder eine Treppe rauf und da ist dann noch ein weiteres Hobbithaus. Zu dem kommen wir gleich. Aber wie gesagt, das ist alles Deko. Das ist alles nur Deko. Hier wollte ich einen größeren Strauch hinpflanzen. Was haben wir denn da? Nehmen wir mal das Stichwort Busch. Da gibt es ja die Hortensie, die wir immer verwenden. Oder Bruchsalbei, der geht auch, ne? Ich will hier nur diese Ecke da mit dem Zaun ein bisschen verstecken. Aber das habe ich bei den Hirschen vorhin eingesetzt. Das gefiel mir nicht so gut. Ich kann auch so einen Krähenbärenbusch hin. In so, ja, der Krähenbärenbusch hat eine komische,
Er hat eine komische Art zu wachsen. Boah, das ist aber auch groß. Bruchsalber, der, ja, sieht, von Weitem sieht man es wieder nicht, wie ich immer sage. Ah, aber von dem Bruchsalber können wir hier noch was reinbauen. Aber von dem aufgestielten, mit dem Stamm, ja. Kommt hier noch einer hin und da noch einer hin. Und da können wir das Gelände nochmal mit hohem Gras versehen. Ja, hohes Gras, doch, hohes Gras, ja. Hier müsste nochmal mit Fels oder hier können noch mal, hier kann auch noch ein Hortensienbusch hin. Ja, das ist eine gute Idee. Dann haben wir den auch nochmal verwendet. Die sind ja groß und füllend und bunt vor allen Dingen. Passen auch gut hier zu dieser Steinart tatsächlich. So. Einfach so einen Blütenhaufen in die Ecke gesetzt. Dann ist das der Hortensienbusch. So. Weiter geht's an dieser Stelle. Ah, hier muss ich nochmal mit. Na, das Ganze backt da noch in den Stein wieder rein. Ein bisschen, nicht viel, aber für mein Verständnis zu viel. Hier muss auch irgendwas vorgepflanzt werden, aber die Hortensie finde ich an der Stelle nicht sehr passend. Ah, das wäre für hier oben ganz gut. So. Und dann kann ich hier noch so ein zweiter hin. Was halt im Auenland so wächst. Ich weiß nicht, was wächst so im Auenland. So war's doch, ne? Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Kann ich doch schon mal prima mitleben. Ja, Hortensie, den gibt's nur in so riesig doof, ne? Riesig groß, ja. Ah, nee, das ist mir zu viel an der Stelle. Das ist auch eher was, was sich die Hobbits dann so hier in ihren Garten pflanzen, als was zufällig am Wegesrand wächst. Die Frage ist natürlich. Ich glaube, ich muss hier oben noch mit dem Pinsel gerade dran. Denn der Weg kommt ja hier irgendwo her und der kommt hier hinten aus der Ecke. Da sehen wir dann aber nicht mehr, wo er herkommt. Und dann kommen hier oben noch zwei, drei Bäume hin, und zwar größere Bäume. Dann muss ich hier hinten. Ah, das ist immer die Frage, ne? Aber der Besucher sieht es ja nur von hier aus. Was sieht denn der Besucher von hier aus, wenn ich darüber gucke? Ah, nee, das kann da auf so eine freie Fläche, wenn ich hier noch zwei, drei Bäume setze mit den Bäumen im Hintergrund, ist das völlig in Ordnung. Ja, ja, ja. Da muss ich mir nicht viel ausdenken. Zum Beispiel eine Eiche kann man hier noch reinsetzen. Eichen haben immer so riesengroße Stämme. Nicht Eichsen. Jawohl. Nee, aber nicht in den Weg so rein. Das gefällt mir nicht so gut. Die große Eiche oder so eine kleinere? Nee, schon eine größere, ne? Die hier vielleicht. Ja, die ist gut. Die gefällt mir. Und dann natürlich hier noch hohes Gras. Überall, die Hobbits mähen ja auch nicht ständig das Gras. Das heißt, hier kann auch hohes Gras hin. Hier kann auch noch hohes Gras hin. Einfach um diese Eiche hier. Das ist ja etwas, was später dann sich, wie nennen wir das in der. Es verspielt sich, sagt man beim Fernsehen und beim Film. So, das sehen wir dann nicht. Das Einzige, was wir jetzt sehen von hier hinten, ja gut, wir sehen auch nicht, dass das hohes Gras ist, aber wir sehen, dass dann ein Weg hochführt. Und hier nochmal gucken vielleicht. Ja, und was dahinter ist, wo der Weg hinführt, das sehen wir gar nicht. Hier nochmal gucken. Ja, passt doch super. Passt doch prima. Hier müssten wir, muss ich hier zumachen? Wir sehen es nicht. Ich mache aber mal zu. Ja, ich mache hier einfach mal zu. Und baue da drüber. Ja, und baue hier noch so ein bisschen. Und mache hier noch so ein bisschen Natur hin einfach. Was haben wir hier? Diesen Felsen haben wir hier. Der Pinsel ist ein bisschen groß. So. Das ist okay. Das sind alles Sachen hier. Das sind alles Stellen, die wir niemals sehen. Die auch der Besucher niemals zu sehen bekommt. Was war jetzt hier? War falsch. Erde muss hier hin. So. Dann kann man hier noch so ein bisschen was vorsetzen. Nochmal irgendwas Buschartiges. Gucken wir nochmal nach Strauch. Emo-Strauch. Oh ja, guck mal hier sowas. Der ist doch gut.
Einfach auch so ein bisschen als Sichtgrenze, ne? Das ist süß. Das kommt aber nicht hin. Das ist ein bisschen klein. Drosselbeere. Drosselbeere kann ja auch nochmal eine hin, ne? Ja. Ja, ist schön. Und wenn wir jetzt hier vom Weg aus da hinten rüber gucken, sehen wir nur, dass hier eine Treppe raufführt. Das sehen wir eigentlich auch nicht. Aber wir sehen, dass hier eine Treppe raufführt und irgendwo hier so ein Weg dann in der Unendlichkeit verschwindet. Ich finde den Baum doch arg groß, oder? Wohl Auenland hat schöne große Eichen, ne? Ja, ja, ja. Hat es. Hat es. Hier oben kommt ebenfalls langes Gras auf die Hütte. Was ist denn auf der Hütte drauf? Gar nichts. Okay. Und ich würde sagen, er kriegt hier vielleicht auch noch ein, zwei Bäume in sein Häuschen. Ich bin mir nicht sicher. Doch, eigentlich schon, ne? Muss das immer jetzt aus der Ferne gucken, wie es aussieht. Auch jetzt, ich glaube, das Gras, da, die Haare da drauf sehen wir gar nicht. Nee. Und wie gesagt, ist ja auch nur Dekoration. Von der Seite sehen wir den Hügel aber. Das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen erstmal glätten. So, sollen wir zum Friseur gehen? Der Hügel sieht strange aus. Und dann muss hier noch irgendwas gepflanzt werden. Sowas hier vielleicht? Quatsch. Sollte man hier bei Sträuchern. Brombeer ist das? Ja, ich glaube, das ist ein Brombeerstrauch. Oder, ja doch, so ein Brombeerstrauch? Nee, ne? Sowas hier nochmal, Emu-Strauch. Aber den gibt es auch in groß und ja. Es sollte halt nicht zu gesetzt aussehen, ne? Es soll schon aussehen, als wenn das da auch wirklich wachsen würde, das Zeug. Und nicht, als wenn es da einer hingepflanzt hätte. Ich glaube, es passt besser, wenn ich den ganzen Berg mit dem Zeug hier abdecke. Dann sieht es besser aus, dann sieht es einheitlicher auch aus. Zumindestens, ja doch, muss so sein. Was ist denn das? Brombeerstrauch 4. Dann gucke ich mal. Brombeer 4, das ist er hier. Ja, es ist dieser Riesenstrauch, ne? Das ist dieser Riesenbrombeer, die Riesenbrombeere. Gucken, ob ich die irgendwie so schichtweise hier gepflanzt kriege. Das ist aber auch, wie gesagt, nach was aussieht, ne? Zumindest aus der Ferne. Wie es von nahem aussieht, ist ja hier im Grunde genommen an dieser Stelle völlig egal. Wachsen eigentlich auch Früchte dran? Sehe ich gar nicht. Nee, ne? Es wachsen gar keine Brombeeren dran an dem Brombeerstrauch. Das ist ein Ding. Ein unbewachsener. So nennt man ihn, den Unbewachsenen. So, bin ich mal gespannt. Ja, sieht auf jeden Fall aus, als hätte sich da jemand Gedanken gemacht. Mir fällt hier ständig die Technik aus, Leute. Gut, also, okay, dann und hier ein bisschen Rasenmähen. Wird auch nicht schaden noch an der Stelle. Ich weiß, wir haben es gerade erst aufgeschüttet, aber wenn das Gras da so durch die Brombeeren durchkommt, das gefällt mir nicht ganz so gut. So. Und, gucken, von hier aus kann man auch noch rauf gucken. Ja, da muss ich den hinteren Teil des Bergs auch noch abdecken gerade. Aber das ist kein Problem. Auch schick damit der Hobbit-Hüpfte, die wir jetzt gerade im Hintergrund sehen. Warte. So. Denke, das reicht. Ich denke, das reicht. Vom Besucherstandpunkt aus reicht das Dicke. Dann kommt hier, wie immer, langes Gras hin. So. Nur nicht über die Brombeeren. Das hatten wir gerade schon, das Thema.
Ja, die Besucher, denen geht's nicht gut. Die Besucher ziehen eine Schnut. Es gibt keine Besucher in diesem Zoo noch. Nicht. Ich habe gesagt, wenn das Auenland fertig ist, dann lasse ich die Besucher rein. Jetzt sieht es aber arg kacke aus, ne? Das gefällt mir leider überhaupt nicht mehr. Aber auch, weil das hier so auftopiert ist. Wir sehen hier halt deutlich diese Kante, aber wenn wir die ein bisschen entschärfen, sehe ich gerade, könnte es besser werden. Ja, von der Seite geht's noch. Von der Seite... Ja, das spiegelt halt, man sieht halt, dass es immer derselbe Strauch ist, weil immer dieselbe blöde Stelle hier spiegelt. Die und die. Also muss ich den Strauch drehen. Muss einfach ein bisschen mal hier die Sträucher wegnehmen und andere dafür hinsetzen. Es gibt hier genug Brombeeren, die diese Stellen auch ausgleichen können. Gucken, wie es jetzt aussieht. Ach, ich weiß nicht. Ich setze da gleich noch ein paar Bäume vor. An der Stelle. An die Stelle. Aber der kann zum Beispiel wieder weg. Es sieht immer noch so bäh aus, ne? Obwohl jetzt, ja, jetzt geht's langsam. Gucken, wenn ich das starte. Aber es könnte auch mit der Sonneneinstrahlung zusammenhängen, dass da irgendwas reflektiert. Aber es sieht schon dusselig aus, ne? Ich bin nicht sehr glücklich damit. Ich mache hier einen Baum hin, der das noch irgendwie kaschiert an der Stelle. Bäume haben wir genug, aber es muss ein, ja, sowas ganz genau. Ein Baum sein mit einem einigermaßen festen Stamm. Eine Buche zum Beispiel, die könnte da gut hin. Ja, die kleine Buche. Die hier vielleicht. Die Riesenbuche nicht. Nein, nein, nein. Der Buchensetzling auch nicht. Dann kommt hier die kleine Buche hin. So. Besser jetzt? Ja, jetzt sehen wir zwar, dass das ganze Ding da mit demselben Zeug gecovert ist, aber irgendwie gefällt mir das noch nicht. Hier auch, das sieht so... Ah, wie kann man denn so einen Strauch designen, Leute? Sieht nicht gut aus. Muss man ganz vorsichtig sein. Den verwende ich bei Gehegen auch ganz selten nur. Weil der irgendwie so... Ich weiß nicht, der ist nicht gut designt, finde ich. Aber der ist noch aus der Alpha. Wahrscheinlich liegt es deswegen. Kommt es auch daher. Also, der Alpha war ja noch nicht alles so ganz toll designt. Da waren ja eher noch Praktikanten am Werk. Aha. Ja, man musste auch schon... Ja gut, klar. Ich habe natürlich auch immer denselben Strauch benutzt. So ist es doch gleich schon wieder etwas besser, ne? Ja, guck mal, Freunde. Jetzt haben wir doch die Stelle ein bisschen entspannt an der Ecke. Jetzt sieht es ein bisschen geiler aus. Schon mal, das ist okay. Nee, das war ein Blatt. Okay, dann... Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein bisschen was hin. Was kommt denn da hin? Brennnessel, ne? Ist immer gut. Kann nie schaden. So. Einfach hier ein bisschen noch an der Ecke an, um diesen Baumstamm herum. Ah, geil, das ist mit in der Gruppe drin, egal. Mit dem Baumstamm hier rum ein bisschen was zu setzen. Und dann können wir hier noch Großgras hinmachen. So. Und nochmal Blumen rein, ne? Hier irgendwie Kornblumen oder sowas. Das ist eine gute Sache. Kornblumen-Patch, Mittel. Kornblumen sind immer... Im Auenland passen Blumen ja grundsätzlich. Wir nehmen aber das große Patch. Ja, ist halt gerade hier am Berg schwierig mit den Patches, ne? Damit wir nicht Schwebeblume haben. Aber für hier oben ist das okay. Ja, hier wird der Berg halt schon abschüssig, ne? Dann geht's nicht. Ja, wie gesagt, der Besucher sieht's ja nur von hier aus. Und von hier aus finde ich es gar nicht so schlecht. Dann kann ich,
Dann kann ich... Wie machen wir das hier? Das machen wir mit dem Geländepinsel. Felsig. Ja. So. Und hier kommt ja das nächste Hobbit-Haus jetzt noch hin. Ja, wenn wir das hier so mit dem Geländepinsel felsig machen. Hier führt eine Treppe gleich rauf. Und hier oben nochmal vermehrt von dem Gras. Aber es muss halt... Ja, vielleicht muss ich da gleich noch ein bisschen mit... Oh nee, also für den Hintergrund passt das ganz gut. Da muss ich jetzt auch nicht noch mit Tundrafelsen oder sowas nachhelfen. Da es ja nur der Hintergrund ist, passt das ganz gut, würde ich mal fast meinen. So. Dann haben wir diesen Weg, den ziehen wir gleich weiter. Wir setzen jetzt hier erstmal das nächste Hobbit-Haus hin. Wo haben wir es? Welches nehmen wir? Wir haben jetzt alle drei einmal gebraucht. Wir sehen dieses hier und dieses hier, die sehen wir ja recht prominent, da laufen wir dran vorbei. Das heißt, dieses hier kann ich auch nochmal da oben hinsetzen. Das ist eh, wie gesagt, Hintergrund, das fällt nicht auf. Wir sehen es auch von hier, sehen wir dann gar nicht mehr die Front. Die Front sehen wir nur bis etwa hier. Ja, dann können wir das Hobbit-Haus Nummer 1 nochmal dafür nehmen. Das ist doch super. Das ist dieses hier. Ja, genau. Das hat auch schon diese Steinstufe. Vorne und diese Steinstufe wollte ich ja auch. So. Diese Steinstufe wollte ich auch verwenden, um hier eine Treppe hochzubauen. So, das wäre das. Aber. Wir ändern hier gerade mal die Farbe. Das werde ich eh vergessen, sonst vergesse ich das. Die Farbe von den Fenstern hier. Damit da mal wenigstens ein anderer Farbton reinkommt, dann machen wir die mal grün. Ah, Moment, das war die Lichtfarbe, ne? Ja. Die kann auch grün bleiben. Machen wir es so grün? Das ist schon ein bisschen grell, ne? Das ist ein bisschen... Das ist auch ein bisschen... Das ist gut. Nehmen wir das. Dann lassen wir das andere Fenster rot. Wer weiß, was die Hobbits in dem roten Fenster machen. Und hier die Steinkreise. Kriege ich den noch? Kriege ich den noch? Kriege ich den noch angeklickt hier? Ja. Den machen wir in demselben Grün. Einmal. Zweimal. So. Dann sieht es aus der Ferne. Ja, aus der Ferne sieht es auch schön grün aus. Alles klar. Okay. Ist das leicht nach hinten geklappt? Kann das sein? Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, es ist nach hinten geklappt, oder? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Nein, es ist gerade. Wir gehen jetzt davon aus, dass das gerade ist. Okay, da müssen wir dann eine Haube drüber ziehen. Also genauso wie hier so einen Berg drüber machen. Und wie da. Und hier haben wir gar keinen drüber gezogen. Ah, doch, verspielt sich. Alles klar. Also muss hier auch ein Berg drüber. Aber, anderer Geländepinsel. Wir machen es immer erst in grün. Alles, was danach felsig wird, wird halt felsig, aber... Muss ja immer in grün anfangen, natürlich. Ist noch Geld da? Ja, noch 40.000. Ich habe schon wieder zwei meiner kostbaren Tiger verkauft, aber ich habe gestern, letzte Nacht noch ein bisschen nachgezüchtet bei den Tigern. Also uns wird das Geld nicht ausgehen. Aber sobald das Auenland fertig ist, machen wir den Zoo natürlich auch für die Besucher auf. Aber ich möchte den Zoo... Erst dann eröffnen, wenn wir dann am nächsten Bereich bauen. Ich weiß noch nicht genau, welcher das wird. Natürlich Herr der Ringe, klar. Aber ich weiß auch nicht, ob es chronologisch der ist, der nach dem Auenland kommt. Weil ich... es wird auf jeden Fall einen elbischen Bereich geben. Ich glaube, das wird auch der nächste Bereich. Da kommen dann weiße Tiger hin und so lauter Albino-Tiere. Aber schöne Albino-Tiere. Kein nicht, wo es aussieht, als wenn die Natur sich da vertan hätte. Sondern Tiere, wo das Albino-Sein auch schön aussieht. Wie zum Beispiel bei weißen Tigern. Die kommen da auf jeden Fall hin. So. Ist noch ein Häubchen drauf. Jupp, jupp, Häubchen. Oh, wunderbar. Okay. Ja. Das heißt, wir müssen auch hier den Berg raufziehen. Ach ja, das Geländetool.
Ich mache mal einen größeren Pinsel, ne? Das Problem ist halt, wenn man den Pinsel größer macht, dann haut er einem hier meistens die gesamte Deko mit um die Ohren. Das soll er natürlich auch nicht. So. Genau das meinte ich. Aber ich sage mal, wenn das hier einigermaßen geformt ist, das Formen ist immer das Schwierigste. Der Rest geht dann locker von der Hand. Guck, wir haben jetzt an der Dekoration vom anderen Hobbithaus etwa 20 Minuten gebaut. Aber vorher fast eine halbe Stunde lang einen Berg modelliert. So, hier muss der Berg dann dementsprechend höher sein. Klar, sonst haben wir Schwebeberg. Das darf natürlich auch nicht vorkommen. So, sehr schön. Jetzt sieht es schon mal aus, als wenn hier ein natürlicher Berg wäre. Dann ziehen wir das hier nach hinten durch. So. Inwiefern wir das hier am Ende sehen, wird sich ja dann auch zeigen. Das hier hinten sowieso nicht. Da werde ich aber noch freimachen, um einen Backstage-Bereich dort zu bauen. Da hinten der Platz wird wohl nicht reichen. Wenn wir hier alle Arztpraxen, alles was wir haben, Arztpraxen, Quarantäne und hinsetzen, wird der Platz nicht gut reichen. So, jetzt muss ich das hier mal einmal angleichen noch. So. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir dann noch eine Hobbit-Hütte draußen machen. Also so ein Berg. So ein Hügelchen. Ja, sehr schön. Ach ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist da heute der Wurm drin. Das hatten wir bei den anderen ja gerade auch schon. Aber es ist auch immer schwieriger, die Pinselgröße hier einzuschätzen. Na, jetzt bin ich hier total raus. So. Wie sieht's hier? Ach ja, guck. Ja, ich wollte es hier noch ein bisschen abschrägen. Also diesen Schrägen hier sozusagen anpassen. Das könnte so klappen. Das Haus hat ja auch Schrägen, Dachschrägen. Oh ja, das ist gut. Nee, es ist noch zu hoch, ne? Ich kann das von hier unten besser einschätzen. Na, es geht. Ja, ein bisschen zu hoch ist es noch. Sieht halt noch aus wie so eine Mütze. Also machen wir es ein bisschen tiefer, aber da ist der Berg auch nicht so hoch. Die Berge sind niemals so hoch, wie ich das da hinten immer, wie ich das hier gemacht habe. So, also machen wir es hier noch tiefer. So. Man muss sich nähern, aber ich glaube, das ist es. Das sieht schon mal verdächtig danach aus. Nee, falsche Richtung. Ach, jetzt ist gerade irgendein Menü auf meinem Rechner, auf meinem Monitor angegangen. Wie kriege ich das denn weg? Also, okay, alles klar. Geht schon weg. So. Was ihr nicht wisst, liebe Freunde, weil ich die ganze Zeit immer zwischen Windows und Dings hin und her schalte, ist das mir ständig das System abkackt. Zum ersten Mal mal wieder seit langer Zeit. Ich hatte jetzt gedacht, ich hätte die Technik im Griff, aber dieser Tag wird nicht mehr kommen. So. Die Seite hier, wie gesagt, ist wiederum etwas egaler. New Moon, grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Und alle anderen wünschen es dir natürlich auch. Auch wenn sie gerade nur lurken. So. Ich glaube, jetzt hat es endlich... Ah! Muss hier die Finger weglassen von der Stelle. Muss das jetzt hier einmal abrunden und dann die Finger von der Stelle lassen. Sonst werde ich nicht mehr glücklich. So. Alles andere machen wir mit Pflanze. Pflanzen. Ich glaube, so sieht's gut aus, oder? Ja, das ist eine adäquate Höhe für eine Hobbithöhle, liebe Freunde. Warte, die können wir aber auch von anderen Ecken noch sehen. Nur von den anderen Ecken sehen wir sie meistens von vorne dann. Da ist es... Ah, oh, guckt euch das an. Als wenn sie da ewig stehen würde, oder? In den Berg eingebaut. Richtig gut. Richtig gut. Und nachts, wenn das noch leuchtet, Freunde. Mega gute Sache. Stark.
Ja, ich muss ich mal gerade überlegen, ob ich dahinter einen Berg sehe. Nee, nicht zwingend. Weil wenn man hier so als Besucher lang geht, sehen wir da hinten die Bäume im Hintergrund stehen, die da ohnehin wachsen. Man könnte vielleicht... Das geht gar nicht, das ist außerhalb von meinem Gelände. Aber das ist okay. Das ist das Gute beim Auenland, dass wir hier noch so Hintergrundbäume und Berge haben. Dann muss ich da gar nichts hinpflanzen. Aber hier können ein, zwei weitere Bäume hin, dann ist das in Ordnung. Gut, dann muss hier eine Treppe als nächstes rein. Da würde ich diesen Stein hier nehmen. Klicke ich den sogar direkt mal an. Das ist die Wand. Die grobe Steinwand. Ja. Und kann die hier einfach mal als Treppe einsetzen. Die Treppe fängt hier an. Im Vergleich zu der Treppe, die wir gerade gebaut haben, sind hier die Stufen ein bisschen gerader. Aber hier wohnt, glaube ich, so eine Art Monk-Hobbit. Der Monk-Hobbit, der sich eine schöne Treppe gebaut hat. Ich sehe aber gerade, schöne Treppe hin oder her. Es ist nicht breit genug an der Stelle. Also es wird nach oben hin jünger, schmaler. Jünger wird hier gar nichts, nur schmaler. So. Ich muss mal gucken, dass ich das hier ein bisschen angeglichen kriege. Aber das Geländetool ist mein neuer bester Freund. Ich weiß jetzt, wie ich es zu bedienen habe. Dachte ich zumindest. Ist das hier wieder ein Loch drin? Vor allen Dingen mache ich die zwei auch nochmal gerade weg. Dann geht das schon. Das Problem ist halt, dass ich hier drunter den Mitarbeiterweg langlaufen habe. Und aufgrund dessen nicht einen Berg so kreieren kann, wie ich das möchte, sondern immer nur ab einer gewissen Höhe das Ganze geht. Damit eben der Mitarbeiterweg darunter nicht verschwindet. Aber ich habe gerade eine Idee, das könnte klappen. Ja, wenn ich das so angehe, dann klappt das auch. Sehr schön. Dann hat es dieselbe Höhe. Alles andere kann man später nochmal ausgleichen. Bin gespannt, ob das jetzt klappt. Gucken wir mal. Also ganz die Breite natürlich von dem Stein will ich nicht nehmen, das ist klar. Aber es sollte schon ein bisschen breiter sein, als es gerade war. Es wird ja nach oben hin tatsächlich immer schmaler. So, und wo fangen wir an mit der Treppe? Hier würde ich sagen. Es wird jetzt nach oben hin auch schmaler, aber gerade war es ja entsetzlich schmal. Wäre ich schlau, was ich nicht bin, würde ich das Ganze ja am Raster immer übereinander legen. Ach nee. Das passt schon. So explizit wie die Ägypter haben die Hobbits auch, glaube ich, ihre Treppen früher nicht gebaut. Also noch nach irgendwelchen Sternzeichen ausgerichtet oder so. Ja, aber es funktioniert. Es sieht augenscheinlich aus wie eine Treppe und darüber bin ich schon mal sehr froh. Dann machen wir noch eine Stufe und dann ist es sogar schon soweit. So. Immer aus der Ferne gucken, Freunde. Damit wir wissen, ob die Besucher oder wie die Besucher das sehen. Aber die Besucher sehen es von hier gut. Und sie sehen es von hier sehen sie es ja auch. Ja, geil. Treppe. Es ist eindeutig eine Treppe. Wenn es von allen Seiten eine Treppe ist, ist es... Will ich gar nichts sagen. So, jetzt muss ich das hier noch schließen. Da ist kein Thema. Da machen wir das hier. Oh ja, auch ganz toll. Ah nee, doch. Angeglichen. Bitte auf diese Höhe. Ja, es passt schon. Das ist gar kein Problem. Das kriege ich da rausgeglättet. Aber hier unten muss ich es auch nochmal rausglätten irgendwie, ne? Hier geht's nicht, weil der Weg drunter ist. Dann kommt da kommt jetzt erstmal eine Brennnessel drüber. Damit wäre die Stelle auch schon mal schicki. Warum hat sich hier die Brennnessel mit dem Haus verbunden? Wir werden es wohl nie erfahren. Deswegen beenden. Sonst passiert das nämlich, also ist das hier nämlich auch noch mit dem Haus verbunden. So, das hätten wir schon mal. Na, sieht nicht schön aus. Besser. Geländepinsel. Da haben wir doch diesen Berg hier, diesen
Felsen, genau. Den packen wir auch hier hin. Und hier muss ich ohnehin gucken. Ja. Ah, das kann ich hier schön grün bepflanzen. Das ist okay. Ich mache nur hier noch diesen Hintergrund hin. Das ist ja noch das Rothundgehege. Also hier kommt ja später der Rothund rein, in dieses, wo noch kein Gehege ist. Aber es soll halt das Rothundgehege werden. So. Bin hier mit diesem Ding hier noch nicht zufrieden. Es sieht aus wie so ein Hinterkopf, wie so eine Wulst. Oh Gott, ihr werdet mich gleich schreien hören. Ich mache hier wieder alles kaputt jetzt. Okay. Das ist zu entschuldigen. Da kann ich gleich noch mit einem Glänsepinsel drüber, aber... Ist gut. Ah! Das war etwas zu viel. No, so ist okay. Ja, vielleicht sollte ich einfach mit dem Geländepinsel weitermachen und nicht mit dem Glättungseisen da. So. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Das ist in Ordnung. Dann. Hier mache ich glatt und einen Weg, ne? Gucken, ob ich das so glatt kriege, wie ich das gerne hätte. Nee, geht gar nicht. Richtig, da ist nämlich auch Weg drunter. Aber... Mache ich da noch eine Treppe hin? Nee. Da mache ich jetzt einfach nur den Schotterweg, der hier ankommt, der da hinten zum Hobbithaus geht. Hier. Mache ich jetzt weiter bis da hinten rüber. Ach Quatsch, Weg. Brauche ich gar nicht das Wegtool, brauche ich das hier für. Und Pinselgröße 2. So. Hier an diese tolle Treppe ran. Wirklich schön geworden, die Treppe. Und das hier werden wir niemals im Leben sehen, aber wenn hier oben kein Weg zum Haus führt, wäre ich sehr unglücklich. So. Das ist das. Bin gerade ein wenig am Rätseln. Sich hier langes Gras schickt an der Stelle. Wenn ich es bepflanze. Es ist immerhin das Auenland, nicht das Felsenland, ne? Von daher. Ja, hier an der Seite nicht. Oh Gott, hier muss ich jetzt gleich tricksen. Hier muss ich jetzt gleich extremst tricksen. Auch hier, um diese Felswand ein bisschen schicker zu gestalten, dass es halt auenländisch aussieht. Und nicht, nicht anders. Ja, aber wir machen zuerst die Häuserfassade hier schick. Dafür brauchen wir unseren geilen Zaun hier, den wir gebaut haben. Ich werde diesen Zaun so oft wie möglich verwenden. Den haben wir auch schon beim Hirschgehege unten. Den haben wir überall in diesem Auenland, ist dieser Zaun hier. Der und der andere Zaun, der hinten an der Wirtschaft steht, der ist auch mega gut. Den werde ich auch nochmal verwenden. So. Da das hier alles nur Hintergrund ist. Einmal so rein, ja. Da kommt gleich was drüber, dass wir das nicht sehen. Immer von Weitem gucken. Da hinten ist ja... Reicht doch. Ja, reicht doch. Wir erkennen doch eindeutig, dass es sich um ein Hobbithaus handelt. Und dass hier ein Zaun vorsteht und. Dann brauchen wir ein paar kleine Tundra-Felsen. Interessanterweise kommt bei Tundra ja auch immer hier der Eisfels und der Schneefels mit. So, und dann haben wir auch gleich einen Grund gefunden, hier weiter mit dieser Felsgedönster, mit diesem Felspinsel zu arbeiten. Hier hinten bin ich mir gar nicht sicher. Ah doch, das kann man machen. So vielleicht. Ja, das geht. Das ist in Ordnung. Und hier unten, das ist etwas, was wir niemals sehen werden, wenn wir durch den Zoo streifen. Aber innerer Monk und so. Genauso wie das hier hinten Schwebefelsen ist, sehen wir dann am Ende auch nicht.
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dann mache ich das hinten auch noch schön. So, aber jetzt hätten wir schon mal links und rechts die Ecken. Gewinnen wir etwas optisch, wenn wir das hier auch noch vormachen? Bisschen was, ja doch. Alles klar. Und dann können wir das hier Gelände pinseln. So, und jetzt kommt... Moment. Ah, ich verstehe gerade, wo die Problematik ist. Da müssen wir das ja auch noch Gelände pinseln. Hier nicht. Hier kommt hohes Gras hin. Nochmal einen Baum vor, ein paar Blümchen rein und so, was, wie wir es halt die ganze Zeit schon machen. So, das kümmern wir uns aber gleich drum. Ach, hier muss nochmal leider Fels hin. Aber nur ganz leicht so getippt. So. Ja, ist doch super. Dann haben wir eine Ebene geschaffen. Und... muss hier gerade noch was einstellen. So. Und hier müssen wir auch noch irgendwas... auch mit Fels oder machen wir es mit... gucken wir gleich, ob wir das damit an der Stelle mit Fels machen oder mit Pflanzen. Das wäre die Alternative. Wir machen jetzt erstmal hier oben die Hobbit-Hütte schön. Also von oben den Berg und so. Dafür brauche ich, wie heißt das Zeug hier? Das ist... na komm, wie heißt das? Ne, Brennnessel nicht. Alpen-Johannisbeere. Okay, die brauchen wir. Es hat sich herausgestellt, dass die Hobbit-Hütten unten immer und oben mit demselben Zeug bepflanzt sind. Das hier sieht ja auch ein bisschen aus wie eine Alpenhütte. Da ist sie. Die AJB. Wie wir es in der Planet Zoo-Fachsprache abkürzen, die Alpen-Johannisbeere. Da muss ich ein bisschen dran arbeiten. Nein, nicht so anders. Ein bisschen kippen. Ah, okay. Na, ist das der rote? Nee, das ist der grüne, ne? Nee, doch der rote. Ah, schade. Dachte, ich könnte mit dem grünen arbeiten. Aber dann muss ich das noch ein bisschen manueller drehen. So, zum Beispiel. Ich hatte ja, wo ich diese einzelnen Hobbit-Hütten-Bauteile gesagt habe, ja gesagt, die müssen wir dann jeweils individuell mit Gebüsch und so anpassen. Deswegen habe ich da immer nur diesen Grundstruktur sozusagen gebaut. Also dieses Dreieck. Na, ist ja auch kein Dreieck, aber ihr wisst, was ich meine. Mit der runden Tür in der Mitte. Ich habe gesagt, alles andere wird sich dann jeweils aus der Hütte ergeben. Deswegen reichen ja auch drei Hütten völlig aus, wenn man die Farbe verändert. Drei Layouts sind da völlig ausreichend. Wie sieht denn das von der Seite aus? Überhaupt nicht. So. Besser. Hier muss es aufgebuscht werden, so, damit es ein bisschen buschiger aussieht. So. Ja, da sind doch die Holzstämme, ne? Ja, das ist ja gar kein Problem. Die können ja bleiben. Der falsche, ne? Jetzt geht's doch mit dem Grün an der Stelle? Okay, verstehe. Ja, warte, das war ein Satz mit X. So. Oder? Auf jeden Fall randomer als gerade. Machen wir doch weiter mit Alpen-Johannisbeere. So, und hier an der Seite ziehen wir den Felsen einfach ein bisschen nach, dass hier so in den Felsen reingebaut ist sozusagen das Häuslein. Ja, nur nicht zu viel, ne? So, ist doch gut. Ja, perfekt. Dann ist das der... ah, der ist hier ein bisschen dürftig an der einen Stelle. Hier machen wir noch einen dran.
So, oh ja. Und hier haben wir auch einen schönen Übergang in den Felsen rein. Jawohl, das passt schon mal. Dann müssen wir uns um das hier oben kümmern. Boah, ist schon krass, oder? was machen wir da drauf? Auch Alpen-Johannisbeere. Ja, es hat sich gezeigt, dass auch hier hinten und auch hier hinten... Ne, hier ist noch nichts drauf, da kommt noch was drauf. Obwohl, es könnte auch sein... Was ist hier drauf? Da ist das drauf, okay. Dann... Ah, Moment. Ich begras das hier einfach mit dem hohen Gras. Und setze ein paar kleinere Pflanzen ein. Dann tut das der Sache auch Genüge. Und baue da so einen Übergang mit der Johannisbeere. Ja, nicht übertreiben. So. Ja, wenn ich hier so einen kleinen Übergang hinbaue, das ist gar kein Problem. Vielleicht der hier? Ja, der ist gut. Ein urhässlicher Strauch, diese Alpen-Johannisbeere, das sage ich immer wieder. Aber für sowas hier ist die ganz nützlich. So. Ja, haben wir einen kleinen Übergang geschaffen, dann kann hier noch ein bisschen was Buntes rein. So. Und ich würde sagen, das bauen wir dem Hobbit auch in seinen Vorgarten, ne? Da freut er sich, wenn hier so ein paar bunte Teile drin stehen. So, dann kommt hier auch noch hohes Gras rein. So. Hier kommt ohnehin hohes Gras hin. Hier kommen noch Bäume gleich hin, das ist klar. So. So, liebe Freunde, baut man ein Auenland. Hier oben mache ich alles. Ja, komm, das kleine Stückchen da, das wird auch noch hochgrast. So. Die Treppe, da müsst ihr mir gleich noch was einfallen lassen. Da bin ich noch nicht ganz sicher, was ich da möchte, was ich da mache. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber Moment, hier muss der Felsen eigentlich hin. So, 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 so. Das ist okay. Dann brauche ich nochmal die Brennnesseln. Die pflanzen wir nämlich hier auch. Oh ne, hier oben an den Zaun mal nicht, ne? Nö, der bleibt mal naturbelassen. Da machen wir keine Brennnesseln dran. Ja, sieht doch geil aus, oder? Aus der Ferne, Leute. Guckt euch das mal an. Da habe ich schon Schlechteres gebaut. Wer ist er hier? Das ist ein Budenbetreiber. Ja, krass, oder? Stark. Sieht sehr gut aus. Bäume. Ich würde sagen, Buchen. Soll man suchen? Wir müssen sie nicht suchen. Wir haben sie bereits gefunden. So. Zwei Buchen. Hier kommt ein anderer Baum hin, da unten. Und, ah ja, da müssen wir die Teppe natürlich noch in irgendwas einkleiden. In Grünzeug, glaube ich. Ja. In Natur. Dann nehmen wir mal, gucken wir mal, was wir zum Thema Strauch finden. Wenn das nicht geht, nehmen wir das Thema Busch. Nee, das ist es noch nicht. Schlehdorn? Oh, den können wir hier oben hinsetzen. Dann haben wir so einen kleinen, leichten Sichtschutz noch nach hinten. So. Nee, warte. Hier gerade, wie gesagt, ab hinten ist es ja eh unavailable für den Besucher. So. Ja, aber dann deckst du nochmal so ein schicker Schlehdorn, das ist doch geil. Okay, aber das hilft mir immer bei meinem Problem mit der Treppe nicht weiter. Es ist natürlich kein Problem mit der Treppe. Nee, Schlehdorn nicht. Übrigens, Strauchtomaten, zeige ich euch jetzt sofort. Strauchtomaten habe ich endlich mal pflanzen können, nämlich hier bei diesem Hobbit. Der hat hier so ein kleines Beet mit drei Strauchtomatenpflanzen. Und hier unten, hier an dieser Stelle, kommt noch so ein Feld mit einer Vogelscheuche hin, weil die Hobbits ja auch Landwirtschaft betreiben.
Aber wir sind bei der Treppe. Noch immer. Und bei Strauch. Ja, das gefällt mir alles nicht hier für die. Das habe ich hier wieder geküsst. Das wollen wir nicht. Es wird auch nicht kleiner, was ich hier anklicke. Guck mal, was es zum Thema Busch gibt. Ich meine, manche Büsche und Sträucher heißen ja auch weder Busch oder noch Strauch, aber. Aber sowas hier zum Beispiel. Kann ich das? Ich teste das mal gerade aus einfach. Wenn ich den mal so ein bisschen kippe. Ob ich den da links und rechts rauf wachsen lassen könnte. Wir werden sehen. Oh ja, das ginge. Wenn ich den richtig ausrichte, geht das. Mehr oder weniger. Oh, mir geht es super. Dankeschön. Wie geht es dir denn? Ah, das war falsch. Ich sollte es kopieren. Genau. So. Boah, kriege ich das auf beide Seiten gepflanzt? Ja. Da muss ich jetzt zwar noch mit anderen Teilen arbeiten. Wie heißt das Ding? Goldakazie. Da gibt es auch bestimmt auch noch kleinere Patches, mit denen ich das ausgleichen kann. Hier das zum Beispiel ist ein bisschen viel. Das muss ich hochschieben. Ja, noch höher. So vielleicht. Ja. Und jetzt nochmal gucken, hier gibt es kleinere Patches. Ganz gut soweit, nur irgendwie heute müde. Ja, aber es ist ja auch noch früher Morgen. 20 nach 8 gerade mal. Da kann man noch müde sein. Goldakazie, sagt er. Gucken wir mal. Gold. Oh, die Dinger, Goldrute können wir auch noch pflanzen. Ah ja, und hier ist auch das, was ich suche. Das Ganze nämlich in vertikal und ein bisschen füllender. So. Und für die Ecke. Ach, guck mal, dann kann man das hier so über den Berg pflanzen. Ja, so viel, so weit, ja. Ah, das verdeckt mir da ein bisschen die Sicht auf das Hobbithaus. Das ist nicht schön. Fehlt nur für hier noch ein bisschen, aber da könnte ich den nochmal probieren. Ja, zweimal übereinander. Und nochmal übereinander. Dann müsste das doch auch hier alles goldakaziert sein. Oh ja. Das sieht leider nicht gut aus. Das sieht leider noch ein bisschen... Wir sehen halt, dass ich dreimal denselben übereinander gesetzt habe. Das dürfen wir nicht sehen. An der Stelle. Das heißt, wenn der keinen Stamm hat und ich drehe den einfach zweimal. Ja. Und den hier, den drehe ich einmal. Und jetzt müsste es eigentlich etwas unauffälliger sein von der Ferne. Ja, sieht random aus. Es kaschiert hier fast die Treppe. Das war ja eigentlich unser Ziel, dass wir hier die Treppe, die diese Treppenecken so nicht mehr sehen. Wie sieht es denn jetzt aus? Also hier läuft ja eh keiner hoch, ne? Das sehen wir alles nur von hinten, von der Ferne. Aber jetzt ist es fast in Ordnung. Hier ist wieder das zweimal selbe Teil verbaut, ne? Ja, ja. Das sieht man. Da muss man darauf achten, Leute, dass ihr das wenigstens einmal dreht oder so. Mit Y. Wenn ihr es noch nicht individuell anpassen wollt, aber dreht es wenigstens einmal, dann sieht man nicht, dass es dasselbe Teil war. So. Ja, schwierig gerade. Obwohl, das hier ist der entscheidende Spot. Wir machen es auf der Seite der Treppe weg. Wir lassen nur hier das Gebüsch. Hier mache ich irgendwas mit Fels hin. Vielleicht doch ein bisschen zu viel gewesen jetzt. Ja, da unten sind auch noch die tollen Brennnesseln. Ach, ich glaube, ich mache hier einfach Felsen drüber. Ja. Der gute alte Tundra. Wo ist er? Nehmen wir mal den hier. Drehen ihn zweimal. Jupp, jupp. Ja. Der ist schon mal für unten gut. Und für oben können wir den nehmen. Ja. Und doch, wenn wir ganz vorsichtig sind, auch nochmal hier oben hin.
Sehr gut. Und dann muss da noch irgendwas vor, der hier vielleicht, ja, der ist gut. Passt auch von der Struktur her mit zu dem hier, mit diesen Löchern da drin. Das ist gar nicht so schlecht. Und sowas hier kann grundsätzlich auch mit Brennnessel überspielt werden. Auf Felsen kann man auch Brennnessel nehmen oder aber auch Farn. Geht beides. Ja, kann ich mit leben. Jetzt wollte ich hier noch zwei Bäume hinpflanzen, um diese Wand nicht so ganz so prominent in den Vordergrund zu stellen. Gucken wir mal. Da hätte ich eher so kleine Bäumchen vorgesehen. Gucken, was uns hier die Baum... Nee. Ja, so Setzling ist auch mal schwierig. Aber da gibt es so kleinere... Hallo Monkey, guten Morgen, grüß dich. Da gibt es auch immer so kleinere strauchartige Bäume. Oh, die Glyzine. Die können wir aber auch super. Das machen wir beim nächsten Hobbithaus, nehmen wir diese Glyzine. Das nächste Hobbithaus machen wir heute nicht mehr, wir bauen gleich Rothunde. Wie versprochen. Goldrute kann man auch zwischendurch immer mal verteilen. Passt ja auch prima. Ach, guck mal. Mit Goldrute kriegen wir auch hier zum Beispiel diese Ecke ein bisschen runder. Ja. Das hier schon so ein bisschen abgeschüttet aussieht mit der ganzen Erde. Aber das hilft mir bei meinem Baumsuch noch nicht weiter. Den Porst hatten wir woanders schon mal. Ich weiß, welcher Baum dahin soll. Ich habe aber leider keine Ahnung, wie der heißt. Ah, irgendwas mit Rot, glaube ich. Nee, der ist es wohl nicht. Trauben? Nee, dann war es nichts mit Rot. Schade. Ich dachte, es wäre was mit Rot gewesen. Ach, wir suchen weiter. So viele Bäume gibt es hier auch nicht. Der hier was? Das ist die Himalaya-Birke. Die geht auch. Oh, die geht auch. Ja, warum nicht? Einmal so. Und das sieht aber schon... Ach doch, cool. Pass auf, so... Und dann bauen wir da eine Bank zwischen. Haha, ist doch nice. Einfach so eine Hobbit-Bank. Also keine normale Bank, weil die Besucher ja nicht hier sind. Das habe ich jetzt 300 Mal gesagt. So, aber die Hobbits wollen sich ja auch mal zwischendurch irgendwo hinsetzen, wenn der Hobbit zu dem Hobbit will und den ganzen Weg nicht auf einmal laufen möchte. Also bauen wir eine kleine Hobbit-Bank hier hin. Wie mache ich denn die kleine Hobbit-Bank? Ah, ich weiß. Ich probiere mal was. Nee, ich guck mal hier. Bei Holz. Hier gibt es nämlich auch so Holzdinger. Oder ich nehme eine Bank, wie wir sie die ganze Zeit benutzen. Aber eigentlich müsste hier was Individuelles hingebaut werden, weil es Deko ist. Was ist denn das hier eigentlich? Ein arktischer Pflanztopf. Wenn er nicht so breit wäre, würde ich hier eine Lehne dran machen. Ja, ich mache hier eine Lehne dran. Da habe ich noch meine Bank. Für die Entfernung ist das doch super. Ist der hier noch besser? Ne, der ist nicht gut. Aber da mache ich doch hier einfach eine Lehne dran. So, warte. Das hier als Lehne? Ne. Was haben wir hier? Das ist doch geil. Ist das ein schmaler? Was ist das? Ja. Oh, Freunde, das wird doch gut. Das ist das Tolle. Was Brotkältchen... Ich kann dir leider nicht folgen, Monkey. Aber ich würde die Frage gerne beantworten. Das Tolle übrigens, das erzähle ich in der Zwischenzeit, an diesem Arctic-Pack ist, dass da eben viel so Holzgeschnitze ist, was prima zu Hobbits und so auch passt. Überhaupt zum Thema Herr der Ringe passt. So, wir machen direkt eine Bank draus. Ich muss ja auch gerade nochmal ein bisschen... Ich sehe, da backt gerade... Von dem Gras durch, so. Jetzt brauchen wir da noch eine coole Rückenlehne. An dieser Bank. Das hier. Hat das dieselbe Farbe? Ja. Dann nehmen wir das doch als coole Rückenlehne. Es muss ja nur dieselbe Breite und dieselbe Farbe haben, alles andere. Und schön aussehen, also ausreichend aussehen. So.
Welcher ist denn der Hochpfeil? Ah, der blaue ist das jetzt. Na, wie komme ich denn an den blauen ran? So komme ich an den blauen ran. Sehr gut. Weil du Rotkehlchen gesagt hast, musste ich das Bild vom Brotkehlchen denken. Wann habe ich denn Rotkehlchen gesagt? Ich habe gesagt, irgendwas mit Rot gerade bei dem Baum, nachdem ich suchte, aber ihn nicht fand. Wir müssen ja gleich eh noch mal ein bisschen alles zurechtzubbeln. So. Das muss der nur noch ein... Na, ah, jetzt habe ich das natürlich so hier. Muss der noch ein Ticken höher? Ah, hier ist er. Ein Ticken. Und das hier muss noch ein Stück weiter nach hinten dran. Das sieht nämlich überhaupt nicht aus, als wenn das damit verbunden wäre. So. Einmal dran. Und so, liebe Freunde, baut man eine kleine Hobbitbank. Na? So. Eine kleine Hobbitbank. Und das Tolle ist, wenn der Hobbit mal muss, hier ist Erde, saugt sich auf. Was ist denn das hier? Sieht das so aus da unten? Ist ja nur Deko. Kann an der Stelle so stehen bleiben. Aber finde ich gut. Ist in Ordnung. Ne, sie können sich auch hier hinlegen, die Hobbits. Es könnte auch der Thron von einem Ork sein. Da hast du im Grunde genommen recht. Nein, das ist okay. Das passt dahin. Brauchen wir da noch ein bisschen mehr Natur? Ohnehin brauchen wir mehr Natur. Wir brauchen zum Beispiel Mädchenauge. Ein bisschen gelb umpflanzt hier das Ganze. So. Dann haben wir noch... ich muss hier ein bisschen mit dem Gelände. Das ist noch nicht ganz... ganz das Gelbe vom Ei. So, es muss ein bisschen grün durchschimmern, das ist klar. Hier müssen wir auch noch gerade mal, an der Stelle waren wir ja schon, noch mal ein bisschen was pflanzen. Oh, ich finde diese neuen Blumenpatches aus dem neuen DLC so wahnsinnig geil, Freunde. Die gefallen mir richtig gut. Das hat sich richtig, es lohnt sich richtig. Hier müsste noch was Kleines rein, so ein Alpending. Ja, das passt, das ist okay. Und hier müsste noch irgendwas vor, dann nehmen wir die Johannisbeere nochmal, ja. Die hat sich ja auch schon in diesem Bereich hier einigermaßen etabliert. So. Oh, falsche Richtung. Ist okay. Ja. Und noch dieses kleine Plateau hier. Und dann ist der Bereich fertig. Und dann gucken wir mal, dass wir ein schönes Gehege für den Rothund bauen. Aber sieht nice aus, ne? Wenn ich hier so hoch gucke. Nee, halt so. So ist besser. So ist besser. Mache ich doch gleich mal einen Screenshot von. So. Gefällt mir. Was ihr, wenn ich Screenshot mache, das könnt ihr nicht sehen, dann wird nur der Bildschirm fotografiert, also ohne das, ohne dieses Menü hier. Aber wenn ihr das für euch mal machen wollt, man kann das Menü durch Drücken der Taste G abschalten übrigens. Ja, und dann sieht das bei euch genauso aus wie bei mir. Genau. Also, mit G kriegt man das Menü weg. Jetzt kommt hier ein bisschen was, Baum hin. Genau, ich suche immer noch diesen kleinen Baum. Das war ja, da hatte ich da hinten die beiden Birken gefunden, aber das ist ein Baum mit einem roten Stamm. Ich weiß aber echt nicht, wie der heißt. Ich komme nicht drauf. Aber ich komme erst beim dritten Mal drauf. Ich habe den hier hinten schon irgendwo gepflanzt. Hier, den meine ich. Er heißt wie? Polylepisbaum. Ja, da kommt mal einer drauf. Ich meine, das ist alles so Hintergrundsdeko, ne? Was man sich doch für Mühe gibt, damit der Zoo einigermaßen gut aussieht. So. Polylepis. Da steht er. Einer reicht. Und ein paar Blumen rein. Zum Beispiel Mohnblumen. Ja. Die passen auch zu dem roten Stamm. Und dann muss da noch irgendein kleines... irgend noch so eine kleine Blume, so Einzelblümchen rein. Aber da können wir doch mal das Alpenzeug nehmen. Ne? Naja, das passt jetzt nicht mehr ganz. Blaue Fächer. Hier so ein etwas
größeren Patch blaue Fächerblume rein. Ja. Hier hinten muss eigentlich gar nichts mehr hin. Da machen wir auch nochmal ein bisschen blaue Fächerblume. Und... ja, das ganze Tropenzeug natürlich nicht. Hier hinten kommt nochmal so ein Farn hin. Da kommt sogar ein etwas größeres Farn hin. Genau. So. Geht ja auch immer bei Felsen, kann man Farn oder Brennnesseln pflanzen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Ist ganz gut. So. Und so. Sieht cool aus, oder? Dafür, dass das nur Hintergrund ist, Leute, ist das doch richtig geil. Gönnen wir mal gerade einen Schluck zu trinken auf diesen Anblick. Wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht? 1,5 Stunden. Aber mit Gelände modulieren, ne? Also dieses Gelände zu formen, hat ja mehr Zeit in Anspruch genommen, als jetzt das Dekorieren von der ganzen Geschichte. So. Und jetzt können wir diesem zu Fuße, nämlich hier in diesem Bereich, wo der Fluss ist, bis hier an die Brücke. Auf der Seite kommt nochmal ein anderes Gehege. Aber bis hier an die Brücke können wir ein Gehege für die Rothunde bauen. Das ist unser Thema heute. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, doch, ich baue jetzt hier einfach, genau, mach da nochmal diesen Weidezaun auch vor, unsichtbare Barriere und so weiter, wie man das schon kennt. Genau. Auch hier die Hotdog-Bude, wer sie noch nicht gesehen hat, ne? Das Auenland. Ich weiß gar nicht, ob das der schönste Bereich am Ende wird. Ich finde ihn jetzt schon richtig gut gelungen. Ja, das ist schon krass. Okay. Das hier habt ihr auch noch nicht gesehen, ne? Wenn ihr jetzt neu eingeschaltet habt. Das habe ich am Anfang vorgestellt. Das ist die Informationstafel in so ein Birkending eingebaut. Das habe ich auch heute Nacht kreiert. Vor lauter Schlaflosigkeit. Ich schlafe im Moment nicht gerne und nicht gut, aber das ist kein Problem, denn dann, ich kann hier so viel bauen, habe hier noch so viele Ideen. Und es mündet übrigens, Leute, und das ist das größte Projekt an diesem ganzen Auenland-Gedönse. Die letzte Abteilung, es sind ja 4 Abteilungen, hiernach kommt ja ein elbisches Reich sozusagen. Also, ich weiß nicht, nennt mir eine beliebige Elbenstadt, die wird es sein. Ich muss mal gucken, wie heißt die Stadt, in der die Hobbits Station machen. Die Elbenstadt, ich komme gerade nicht drauf. Aber die wird als nächstes hier reingebaut. Und am Ende kommt der Barad-Dur. Und dazwischen kommt, glaube ich, noch der Sumpf. Es geht aus Performance-Gründen, kann ich leider nicht mehr als vier Themenbereiche bauen. Sonst wird jeder Rechner wahrscheinlich in die Knie gehen und meiner mit Sicherheit auch. Und da ich ja vorhabe, diesen Zoo auch mal vorzustellen und auch vielleicht sogar im Workshop bereitzustellen... Ich werde ihn auf jeden Fall in den Workshop stellen, wenn er fertig ist, der Zoo. Sollte man ihn etwas kleiner halten, natürlich. Oder zumindest so halten, dass die Performance noch weiter mitspielt. So, hier die Ecken machen wir wie immer mit Felsen. Ach, mir fällt gerade ein, eine Stelle habe ich noch gar nicht gemacht hier. In diesem Zoo. Aber das ist jetzt keine... Ich habe ja gesagt, wir bauen jetzt das Rothundgehege. Deswegen werde ich mich... ich meine präzise diese Stelle hier. Hier an den Felsen, da ist es noch ein bisschen nackt und kahl. Aber das bepflanze ich jetzt nicht. Wir machen jetzt das Rothundgehege. Wir haben noch Zeit bis Sonntag. Und ab Montag, wisst ihr, gibt es noch Abendstreams. Was nicht heißt, dass wir da nicht weiter Planet Zoo streamen. Aber dann fallen halt diese ganzen Morgenstreams weg. Vorläufig. So. Weiter will ich jetzt hier auch nicht runter mit dem Fels. Muss ja immer gucken. Von hier kann man die Rothunde dann auch gut sehen, ja. Und von hier oben sowieso, wenn man runter guckt, ne. Ja, ja. Hier kommt gleich wieder der Weidezaun hier hin. Und hier hinten gibt es ja auch noch eine Stelle zum Gucken. Ja, genau. Und hier müsste ich einen Durchbruch machen für die Wärter. Da muss ich auch mal gleich gucken, ob mir das gelingt. Ja, müsste eigentlich. Warte. Das müsste eigentlich klappen. Oh, jetzt hättet ihr mich gleich schreien sehen, wenn das nicht klappt und ich mir mein ganzes Hobbit-Ding da oben zerschieße. Aber es geht.
Es muss nur hoch genug sein, damit die Leute hier auch durchkommen. Die Wärter. Ich gucke jetzt einfach, ob ich hier einen Weg bauen kann. Ja, das kann ich, das schließe ich später an, das wird funktionieren. Stark. Ich mache das hier nochmal ein bisschen weiter. Es muss hier nur die Tür gleich hinpassen zum Gehege, dann ist alles gut. Deswegen mache ich auch den Weg hier nochmal weg, sonst kann es nämlich sein, dass die Tür gleich rumschmockt. Nochmal abflachen hier hinten. Vor allen Dingen ist es an dieser Stelle immer dann wichtig, dass es eine Höhe hat. Falscher Pinsel. Das sah komisch aus, so. Es hat augenscheinlich, hat es eine Höhe. So. Und alles andere ist Glück, liebe Freunde. Alles andere, ob es klappt oder jetzt nicht klappt, ist dann Glück. Aber das ist mein Höhlensupport sozusagen für den Eingang zum Gehege, obwohl ich jetzt gerade ehrlich darüber nachdenke, ob ich die nicht hier hinten hinmache. Ja. Selbes Prinzip. Selbes Prinzip. Ich finde den da doch ein bisschen weit vorne. Ja, dann mache ich den hier hin. Ist cooler. Gefällt mir besser. Hier müsste auch irgendwo gleich Backstage-Bereich kommen. Ja, da ist er. Hier ist der Weg natürlich ein bisschen weiter. Alles andere müssen wir halt später anpassen. So, so, so. Und hier so ein schönes Tor bauen. Wichtig ist immer nur, wir müssen testen, ob wir da den Weg reinlegen können. Ja, geht nämlich nicht. Von der Höhe her. Es kann sein, dass es von der Höhe hier gar nicht hinhaut an der Stelle. Aber wir können auch diesen Pinsel nehmen. Oh Leute, nicht, dass sich da oben was verändert. Das passiert dabei nämlich auch. Da muss man wirklich höllisch aufpassen jetzt. Dass man sich hier nichts zerstört. So. Jetzt hier ein bisschen anpassen von der Höhe. Ein bisschen höher ziehen. So. So, ist wie Pflaster abreißen. Den letzten muss man dann einmal ruckartig machen, aber wir sehen hier oben, es ist nichts zu Schaden gekommen. Aber das hat man, ich weiß nicht, ob der Weg gelegt werden kann. Das ist immer das Ausschlaggebende, sonst muss ich es doch vorne machen. Oder, Moment, gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Man kann es ja auch tiefer legen. Wichtig ist ja nur, dass die hier irgendwo ankommen. So, zum Beispiel. Wenn man das dann abflacht, dann kann man den Weg auch da drauf legen. Das muss ich gleich irgendwie, muss ich das gleich mit der Tür rausfinden, wie das passt. So, aber. Hier ist noch ein bisschen zu viel Weg gerade. So, auch das muss einmal angepasst werden. Aber ich glaube, so kommen wir hin. Ich glaube, so wird es funktionieren. Teste das jetzt. Den Weg hier kann man ja auch, hier kann ich den ja auch problemlos. Ja, das ist also hübsch. Wenn ich jetzt runtergehe, geht es wahrscheinlich auch nicht. Ah! Durchbricht Gelände. Ja, so geht das nicht. Komischerweise, auf dieser komischen Schräge baut er den Weg jetzt, hier. Aber hier unten, wo es gerade ist, baut er ihn nicht. Weiß aber, woran es liegt. Hier ist noch so ein, hier ist noch so eine Erdnase an der Stelle. Und der Weg ist hier auch schräg, das heißt, dieses Ding stößt da nicht gerade unten rein. Das sind alles so Faktoren, nee, das ist Käse, die man berücksichtigen muss. Also, ein bisschen. Es hätte ja auch der Weg vorne getan oder ein ganz normaler Weg, aber nein, es muss hier wieder irgendwas ganz Besonderes sein. Ich kann nicht einfach bauen, Leute, das geht einfach nicht. Unbeabsichtigtes Fortspiel übrigens.
auf alles viel zu lang hier wieder sehe. Nee, das ist in der Tat nichts Neues bei mir. Oh, Crucio, es geht nicht, hier oben ist zu eng. Es geht leider nicht, hier oben ist zu eng, aber ich kann dir jetzt auch nicht mehr wegnehmen. Ich habe hier schon ein Loch reingehackt. Oh! Genau deswegen sollte man die Finger von sowas lassen. Ah, wir machen den Eingang vorne hin. Jetzt raste ich gleich komplett aus. Ha? Ich krieg das wieder repariert. Oh nein. Es war so perfekt. Rückgängig kann ich es auch nicht machen, dafür sind so viele Bauschritte passiert. Oh, guckt euch das an, Leute. War so perfekt. Ah! Ja. So ist es wohl. Das ist ein Moment, wo ich wieder ins Bett will, ey. Jetzt passt es hier unten auch nicht mehr. Ich werde... Ah doch, okay. Ja, das hätte mich jetzt auch schon schwer gewundert. Ah, ich mache übrigens hier die Höhle für die Rothunde rein. Hier kommt deren Schlafplatz hin. Oh Mann. Wie kacke das hier jetzt aussieht. Ich kotze auf den Tisch, ey. Nee, ich kann nicht schlafen. Nee, ich kann schlafen, aber ich schlafe halt nicht gerne im Moment. Das ist ein Unterschied. Man schlafen können, aber es nicht gerne tun. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie das hier vorher aussah. Aha. Nee. Ja, das ist nix. Ah, doch, es geht. Es geht. Es kriegt nur noch das Prädikat geht. Es sieht... Ja, es sieht einigermaßen aus. Lass hier die Finger weg, ey. Hier muss noch Felsen rüber. So. Tja, Freunde, und deswegen lasst, wenn ihr etwas fertig habt, bloß die Finger davon. Ich garantiere euch, ihr werdet genauso ausrasten. So. Es sieht überhaupt nicht aus, ne? Es sieht total scheiße aus. Mann. Das Dumme ist auch... Sag mal, ist die Lampe eingebaut? Welche Lampe? Ach, du hast Triss geschrieben. Welche Lampe meinst du? Oh, wie kriege ich das denn hier richtig hin, Leute? Hier muss wieder was vor oder so, ne? Wisst ihr, das richtig... Dahinter mir meinst du diese Panels? Die kann man so kaufen. Also nicht so... Das sind, die habe ich, da habe ich 13 Stück von gekauft. Ich glaube, das kleinste, die minimale Anzahl ist 9. Wie viel hängen da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja. Ah, nee, ich habe 15 gekauft und man muss, kann 9, 15 oder. Ich glaube, immer 9 sind im Grundpack drin und dann kann man sich da immer 6 oder so zukaufen noch extra. Aber so wie es da hinten hängt, 300 Euro, ne? War nicht billig. Aber dafür kann man es mit einer App steuern. Das war aber nicht der Grund. Ich fand es passend. Ach Leute, guckt euch das hier mal an. Guckt euch das mal an. Echt, als hätte es ein Amateur gebaut. Ah, ich weiß wieder, wie es aussah. Da, also, was ich die ganze Zeit sagen will. Hierbei, bei diesem Tool, bei diesem tollen Fundament erhöhen, abflachen Tool, funktioniert der Einserpinsel nicht. Und das ist zum Kotzen. Weil ich dieses auf diese Kreisgröße angewiesen bin. Mit dieser Größe hier funktioniert es nämlich leider nicht. Nanoleafs, genau, so heißen sie. Sind schweineteuer, das stimmt. Dieser Einserpinsel funktioniert bei gar nichts. Das ist ein Ärgernis, aber scheint auch keinen zu interessieren bei Frontier. So, aber ich hab's einigermaßen... Na doch. Ich hab's wohl einigermaßen repariert bekommen jetzt. Es sieht nicht toll aus. Aha!
Die muss noch ein bisschen tiefer. Und hier muss noch ein bisschen tiefer. Jetzt, ja, jetzt geht's ein bisschen. Jetzt ist, ah, und hier kann man das noch ein bisschen so abfletschen. Jetzt ist okay. Damit kann ich leben. Perfekt. Ist halt doppelte und dreifache Arbeit. Aber wenn man keine Arbeit hat, das hat Newmoon gerade schon recht bemerkt, muss man sich welche machen. Ich gebe nicht auf, Monkey. Keine Sorge. Ich gebe nicht auf. Aber ich würde jetzt gerne am Rothundgehege bauen. Und ich möchte jetzt gerade mal eins für die Statistik festhalten. Ich bin froh, dass ich vorne den ersten Eingang, wo ich zuerst hinbauen wollte, da ich das noch nicht zugemacht habe. Dann kann ich den nämlich direkt jetzt nutzen. Hier ist immer noch nicht alles richtig, weil diese Schwebepflanzen hier sind. So, aber das kann ich hier nochmal auf diese Höhe anbrehöhen. Das ist kein Problem. So, 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 so. So, das Loch dazu kriegen irgendwie. So vielleicht, genau. Aber ganz ehrlich, hier kann ich auch den Felsen ein bisschen verändern. So, perfekt. Wenn ich jetzt noch diese Schwebedinger hier wegmache, oder nicht, oder entschwebe sozusagen, dann ist gut. Ist das noch gut? Ja, jetzt ist es wieder, ein Aufgang geworden. Dann hatte ich hier noch ein bisschen von diesen Goldruten vorgepflanzt vorhin. So, und den Teil machen wir noch grün. Ach, hier, guck, bei den Blümchen. So, jetzt machen wir es noch grün. Ah, und dann sieht es auch schon wieder einigermaßen auenländisch aus. Sehr schön. Ja, kann ich mitleben. Okay, das hier wird die Höhle für die Rothunde. Ich baue jetzt hier als allererstes eine Felsenrückwand ein. Das hat den Grund, wenn ich jetzt hier mit dem Geländepinsel wieder anfange, wird das nicht gut enden. Deswegen mache ich hier gerade zwei Felsen rein. Damit niemand durchgucken kann und damit ich hier dem Geländepinsel entgehe sozusagen. So. Ist zu? Ist zu. Könnte die Insel ohne... Die Insel. Die Höhle hier ohnehin mit auspinseln. So. Mit Felsen. Weißt zwar nicht, ob Rothunde jetzt auf Felsen pennen, aber wir legen gleich Stroh rein, dann wird's warm. Weich. Warm wird's bestimmt auch. So. Ja, war das eine tolle Idee hier? Nein. Aber wie gesagt, man muss einfach das Beste draus machen. Und jetzt habe ich immerhin schon eine Rothundhöhle draus gemacht. Kriegen auch noch eine zweite bestimmt, wie ich mich kenne. So. Eine zweite Schlafhöhle. Ja, aber ich darf das da oben nicht kaputt machen. Und hier kommt der Gehegeeingang hin. Für die Wärter. Gut, dann machen wir jetzt Barriere. Barriere bei Rothunden. Barriere bei Rothunden. Grad 2, größer als 1,25. Das heißt, unsichtbar geht. Größer als 1,25 wird spannend. Weil ich gerne diesen Zaun hier verwenden würde. Aber ich weiß nicht, ob der 1 Meter oder 2 Meter oder wie hoch der ist. Aber jetzt kommt Trick 17. Sonst muss ich dann einen Maschendrahtzaun nehmen. Das geht auch. Aber ich würde halt gerne diesen Zaun hier nehmen, weil der richtig gut geworden ist. Das Ding ist Wand 1, 10 Dollar. Das meine ich aber nicht. Ich brauche hier so ein Wandstück. Ein beliebiges Wandstück. 2 Meter Wand. So, und jetzt kommt die große Quizfrage. Diese Wand ist 2 Meter hoch. Ist dieser Zaunpfosten höher oder tiefer als 1,25? Ich würde sagen, er ist auf jeden Fall höher als 1 Meter und würde ihm 1,25 Meter durchaus zutrauen. Wenn ich die 2 Meter Wand als Grundlage nehme. Ah, Moment, es gibt doch 1 Meter Teile. Hier. Ja. Die 1 Meter Wand. Ja, danke dafür.
Die 1-Meter-Wand ist kleiner. Aber es ist nicht, es ist vielleicht 1,10 Meter oder so, ne? Jetzt gucke ich nochmal gerade bei den Hirschen nach. Weil die Hirsche springen nicht drüber. Was brauchen die Hirsche? Für eine Höhe? Ach Quatsch. 1,25 Meter. Die brauchen dasselbe, die Hirsche. Okay. Weil die springen nicht drüber, dann nehme ich die jetzt auch für den Rothund. Es geht ja auch im Grunde genommen bei dieser Zaunfrage nur um diese kleine Stelle und um diese kleine Stelle. Denn hier oben kommt zwar auch der Zaun hin, aber da kommen die ja gar nicht rauf. Ne? So, jetzt aber genug gescherzt. Wir bauen jetzt erstmal die Barriere. Die Unsichtbarriere. Die Unsichtbarriere. Die Unsichtbarriere. Tja, how do I umgeh that? I know. Wir bauen das Ding jetzt einfach. Oh, ist das schlau? Ist das clever? Wir bauen die einfach hier hinten lang. So. Dann muss ich da gar nicht über den Berg rauf und so. Ah, ich muss so, so oder so jetzt über den Berg. Ja, das kann ich mir gleich zurechtrücken. So. Und hier am Berg lang. Dann geht das. Ach ja. Warum er der das jetzt gemacht hat, weiß ich wiederum nicht. Und dann können wir die ganz gesittet hier oben am Weg auch lang bauen. Ist auch bei den Hirschen, habe ich auch großzügig über den Weg gebaut mit der Barriere. Das seht ihr hier, da geht die einmal quer zum Beispiel. Ist geil, ich zeige das hier auf dem Monitor, aber ihr seht ja gar nicht, was ich zeige. Na? Was macht er? So, jetzt aber. Klappt doch gerade besser mit der Rothund-Barriere, als ich dachte. Ah, ich habe übrigens eine ganz andere Vermutung, Freunde. Die Barriere ist ja 2 Meter hoch, die unsichtbare. Die ist ja auf 2 Meter eingestellt. Ich glaube, wenn sie auf 2 Meter eingestellt ist, ist es egal, wie groß das Ding ist, was ich davor baue, weil es wird wie 2 Meter gezählt. Irgendwas war da. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Das heißt, wenn ich sie 10 Meter hoch mache und ein Meter großes Bauteil davor setze, wird es wie 10 Meter gewertet. Irgendwie, weil das Ding so hoch ist. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Muss ich noch ein bisschen zurechtzubbeln. Hier zum Beispiel überschneidet sie. So. Es wird dadurch gekennzeichnet, dass es violett ist. Das ist das Undankbarste, weil er sagt immer nur, dass ein Fehler drin ist, er sagt aber nie welcher. Das heißt, wir können jetzt stundenlang an diesem Ding hier ziehen, bis es nicht mehr violett, sondern blau ist. So zum Beispiel. Das ist schon wieder violett. Hier ist die Stelle mit dem Eingang, deswegen bin ich hier gerade ein bisschen desperate, dass dieses Teil hier gerade ist. Gelände zu uneben zum Platzieren. Wir platzieren Unsichtbares. Und dafür ist das Gelände zu uneben. Ach ja. Aber ich finde das Geräusch sehr cool, dieses Klickgeräusch. Da, genau das möchte ich haben, diese Stelle. Diese. Wo ist sie? Da. Ja. Sie ist nämlich jetzt auch nicht mehr violett. Und wenn ich das jetzt hierhin so ziehe, ja, dann habe ich hier eine gerade Wand für die Tür. Auch wenn ich die Tür, hier ist egal, hier kommt gleich Felsen hin, wenn ich die Tür lieber hinten, weiter hinten hätte eigentlich, ne? So ein Ticken im Felsen drin. Auf dieser Höhe vielleicht, auf dieser Höhe wäre die Tür perfekt. Aber das kriege ich schon wieder nicht hin, ne? Doch, da war's. Stark! Es ist hier wieder violett. Ignoriere das mal. Ich hoffe, dass es ignorabel ist. Was machen wir da für eine Tür hin? Normale Gehegetür oder aus Holz? Holz. Ist Hobbitland. Geht gar nicht.
Geht gar nicht hierhin an die Stelle. Warum nicht? Gelände zu uneben. 3 Stunden lang versuche ich das Ding hier gerade zu kriegen. Jetzt ist das Gelände hier an der Stelle zu uneben, Leute. Da sag ich nichts zu, aber... Jetzt geht ja auch der Geländepinsel gerade nicht mehr. Ah ne, der ist auf... Hä? Ist doch genau das Ding hier, was ich brauche. Ach so, weil da eine Barriere ist, arbeitet er jetzt gar nicht mehr. Also jetzt hat er die Arbeit komplett eingestellt. Na dann. Ist wieder ein bisschen Tüfteln angesagt, Freunde. Immer noch nicht, ne? Hier macht er jetzt? Immer nach oben gucken, Leute. Da darf nichts mehr schief gehen da oben. Sonst muss ich das Game wechseln. Sonst muss ich gleich umgehend das Game wechseln. Es war eine idiotische Idee, hier um die Ecke zu bauen mit der Barriere. Auch wenn es cool aussah, aber... Es ist doch beim Bauen sehr hinderlich. So. Nochmal Geländepinsel, genau. Ich könnte das auch mal anders versuchen. Ich könnte einfach mal jetzt versuchen, den Eingang dahin zu setzen und den später zu verbinden. Aber es ist zu, aus irgendeinem Grund zu uneben. Das ist es hier übrigens überall. Hier, ah, da war doch gerade blau. Oh nee. Oder hier hinten irgendwo, ne? Hier hinten geht's auch. Ja, hier geht das. Guck mal. Aber ich verstehe das nicht, Leute. Es ist doch nicht uneben hier. Ich verstehe es nicht. Aber wir nähern uns. Wahrscheinlich hängt das schon wieder mit dieser Höhe zusammen. Aber wir haben gerade gelernt, von der Höhe von oben, von der Decke, müssen wir die Finger lassen. Sagte er und veränderte die Höhe der Decke. Aber es muss ja extravagant sein. Deswegen. Da! Da war's. Es ist übrigens immer noch rot hinterlegt. Man sieht es jetzt so nicht, weil ich gegen die Sonne arbeite. Deswegen sieht es jetzt so cool aus gerade. Aber hier ist nichts zu machen. Gelände ist zu uneben. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ah, doch, ich glaube, ich verstehe es. Es ist immer noch... Du kannst hier machen, was du willst. Es ist immer uneben. So, vielleicht klappt es jetzt. Ich muss hier oben gucken. Ist das mir keine Ruhe? Ja, alles gut noch, ne? Ja. Oh, Leute. Wie ich zu dieser Furche gekommen bin, weiß ich auch nicht. Aber das ist Backstage-Bereich. Das kann alles so bleiben. Nochmal gucken. Nee, Barriereneingang hier. Ist nix, ne? Mit Barriereneingang hier. Gelände zu uneben. Aber er erklärt auch nicht, an welcher Stelle und wo und wieso überhaupt. Und das ist leider sehr störend, weil es ist ja noch nicht mal... Es ist ja noch nicht mal zu hoch. Der Zaun stößt ja auch noch nicht mal irgendwo an. Muss ich mal gerade was probieren. Gucken, ob ich ihn überlisten kann. Das hier nämlich runterziehe auf 1 Meter. Aber ich glaube, das interessiert ihn nicht. Warte, jetzt sind wir bei 1 Meter. Machen wir es mal auf 1 Meter so. 1,50 Meter. Das ist 1,25 Meter. Dann ist das 1 Meter, weiß ich nicht, 30. So. Nee, das funktioniert nicht. Tja, Leute, wir müssen jetzt so lange hier machen, bis ich das hier mit dem Weg, bis ich das hier hinsetzen kann, ne? Ja, hier hinten geht's, aber das, da ist auch langweilig. Das muss hier schon irgendwo in den Felsen rein. Ah, Mann. Der erkennt das oben halt auch nur als Gelände und uneben an und so. Deswegen, ich kann mich hier, glaube ich, zum Idioten machen mit diesem Pinsel. Er wird es nicht akzeptieren. Und dass das jetzt Felsen ist, spielt ja auch gar keine Rolle, ne? Ne, das interessiert ihn überhaupt nicht.
Ich möchte diesen Eingang hier haben. Kann das denn so schwer sein? Wie sieht das bei den kleinen Eingängen aus? Auch nicht, ne? Irgendwas stört den hier an diesem Gelände. Ich weiß nicht, was es ist, Leute. Weil es ist nicht uneben. Da oben guckt schon wieder irgendwas durch. Ich hoffe nicht, dass ich was kaputt gemacht habe. Nein. In Vanity, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich verzweifle gerade wieder, aber lass dich dadurch bitte nicht stören. Ich probiere das jetzt nochmal. Nochmal. Oh Leute, ich werde das bereuen, das weiß ich. Einfach nochmal ein bisschen größer zu machen. Es darf oben nicht kaputt gehen. Das ist das Allerwichtigste, dass oben nichts kaputt geht. Ja, aber noch... Ja, obwohl hier hinten wäre es jetzt nicht ganz so dramatisch, weil hier muss ich ohnehin später nochmal dran mit verschiedenen Tools und das anpassen. Da vorne war es doch gerade deutlich schlimmer. Das sieht immer noch nicht gut aus. Na, ist egal. Socho, oder heißt es Suricho, grüße dich. Nein, ich denke nicht. Ist der immer blau, wenn ich den aus dem Inventar nehme? Weil hier zuckt er dann immer blau auf. Ach Mann, aber er muss hier hinpassen. Nee. Das geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Da, da war's! Habt ihr es gesehen? Da war er blau. Nein! Muss da hinten nochmal die Barriere wegmachen, sonst schrubbelt er da immer rüber. Kann man ja gleich nochmal machen. Wo war ich? Genau, bei der Holztür. Ich bin immer noch bei der Holztür, Freunde. Aber er wird nicht blau. Da, 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 da. Ich setze ihn da jetzt hin. Egal, ach nee, ne? Das ist mittendrin. Ah, nee, es geht. Das ist okay. Das kriege ich versteckt. Ich hätte es jetzt zwar gerne noch ein Stück weiter nach hinten gehabt, aber dann ist das okay. Komm. Bevor ich da jetzt noch oder versuche, das Unmögliche möglich zu machen. Es ist übrigens zu uneben, um einen Weg zu platzieren. Und ich weiß nicht, warum. Sowas bringt mich echt zur Verzweiflung. Oh, es geht mir super, danke. Wie geht es dir? Komme ich so rum? Ich komme hier nicht rum. Auf Biegen und Brechen. Es ist ihm nicht... Das ist hier nicht hoch genug. Es ist einfach nicht hoch genug. Hast du auch mal Planet Coaster gespielt? Ganz kurz und früher, als es neu war. Aber... Das hier ist deutlich cooler. Wie ich, für mich. Für mich. Das ist Ansichtssache, ne? Oh Gott. Ah, es geht noch, ne? Ich habe oben noch nichts kaputt gemacht. Nein. Okay. Wäre doch gelacht, wenn ich das jetzt hier nicht hinkriege mit dem Weg. Da geht's nicht, weil... Ich kann... Guckt mal. Ich kann hier oben diese Nase nicht entfernen, weil hier Weg liegt. Nur, dass ihr euch da nicht selber mal ärgert und fragt, warum ist das so? Es ist deswegen so. Weil sobald der Weg liegt, ist das Gelände im ringsrum 360 Grad drumrum sozusagen gelockt. So. Muss das hier innen drin gar nicht so schick machen, das sehen wir eh nicht mehr. Wichtig ist, dass es hier oben gut aussieht, sehr schön. Jetzt kann ich mal probieren, das Ding nach hinten zu versetzen. Ich glaube nämlich... Geht das? Ja, ich krieg's hinten rein. Ja! Zahlt sich doch aus am Ende alles. Na, krieg ich das jetzt ja auch noch weg, den Rest? Ein Traum wird wahr, Freunde. Was lange währt, wird endlich gut, oder wie sagt man? Ich krieg das hier nicht mehr weggelöscht. Jetzt. Ja. Ja, sehr schön. Wie lange spielst du Planet Zoo schon? Oh, das ist eine gute Frage. 2 Jahre? Etwa? Alles in allem, würde ich sagen, ja. Ich lasse jetzt hier auch den Knick im Weg, Leute. Ich
bin so heilfroh, dass das endlich hier funktioniert hat. Und da wir ja nur... Das ist eine gute Idee. Ich ziehe das gleich noch auf 3 Meter hoch mit der Barriere. Was ja im Grunde genommen völlig egal ist, weil... Genau, pass auf, ich mache Folgendes. Ich baue jetzt von hier eine Holzbarriere. Da irgendwie rüber. Ja, es wäre schön, wenn sie unten bleiben würde. Ziehe sie ja gleich hoch. Ah, ja, ja, genau. Das hängt mit der Länge zusammen. Das hat mir schon mal einer erklärt. Wenn ich sie ganz lang mache, kann ich sie auf einer Höhe lassen. Wenn ich sie kurz mache, dann geht sie mit nach oben automatisch. Aber irgendwie... Also mein Ziel ist es, dass ihr das gerade nochmal erfahrt, dass ich das Ding hier komplett mit dieser Holzwand gleich zumache. Hier kann ich einen Felsen vorsetzen, das ist kein Problem. Jetzt muss ich das Teil nur noch mit der unsichtbaren Barriere verbinden. Gelände ist aber zu uneben zu platzieren. Da geht's. Ja, das geht noch. Das geht noch. Jetzt aber. Hey, es geschehen noch Zeichen und Wunder, Leute. Das müssen wir auf der Seite nochmal probieren. So. Jetzt kommt doch gleich schon der Teil. Ja, da ist er, den ich stehen gelassen habe. Sehr schön. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen... Ist das geschlossen? In sich? Denke ja. Wie groß ist das Gehege? Das ist auch ganz wichtig. 2636 Quadratmeter. 2000 brauche ich mit meiner Rothund-Gruppe. Mit dem Rothund-Rudel, das wollte ich sagen. das heißt, ich liege gar nicht so falsch. Jetzt ziehen wir den ganzen Zoo bis hier nach oben. Wo? Da. So. Und haben hier eine wunderbare Holzwand. Das Ding hier. Da kommt Felsen drüber und da haben wir schon gar keine Felsen mehr. Ja, perfekt, Freunde, da können wir mit dem Gehege anfangen. Stark. Wer hätte das gedacht? Nach so kurzer Zeit. Dann machen wir zuerst mal hier die Stelle um den Eingang rum. Die wird bautechnisch ein bisschen aufwendiger durch eben die Felsen. Aber so aufwendig wird es nur auch nicht. Da gucken wir mal. Nehmen wir diesen Felsen, der ist gut. Genau. Als Grundlage ist der immer gut, weil er auch so schön groß ist. Und hier muss eh noch ein Hobbit-Eingang rein. Ich weiß aber noch nicht, welcher. Ja, wahrscheinlich auch so Gartentormäßig irgendwas, wie schon die ganze Zeit. So. Und dann ist der Zauber auf der Seite ja auch schon größtenteils erledigt. Ja, wie ich das hier so anpasse... Das wird sich dann zeigen, wenn ich hier den Eingang baue. Das wird aber heute nicht mehr passieren. Wir machen jetzt noch das Rothundgehege und passen hier drumherum die Umgebung ein bisschen an. Das ist mein Ziel heute für den Stream und dann geht es morgen früh weiter. Vielleicht auch heute Abend, bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, wir sollten ohnehin alles hier einpacken, ne? Ja, ich glaube, das ist besser, als da mit dem Geländepinsel weiterzuarbeiten. Ja. Ah. Wir gucken mal, wie es am Ende aussieht. Weil da müsste ich diesen Felsen nämlich einbauen. Aber das geht eigentlich, ne? Ganz gut. Weil das der einzige ist, in meinen Augen, der Seitenwände geschickt abdecken kann. Das, was da als Abdeckung angeboten wird, ist leider nicht so das Gelbe vom Ei.
Ach, hier haben wir das Überkopfproblem. Naja, wie immer. Es sind eigentlich immer so dieselben Probleme in diesem Game, aber ist auch schon seit ich das zocke, ne? Ist ja nicht so, als wenn sich manche Dinge mal geändert hätten. Aber was beschwere ich mich? Alles gut. Muss ich das Ding leider nur massiv hochmauern? Ach, das wird nichts. Nehmen wir mal den dafür. Ja, der geht auch. Man muss von der Perspektive her nach oben drüber gucken. Also man muss perspektivisch höher sein als das Teil, was man setzen will. Sonst muss man spiegelverkehrt denken, weil man sonst nämlich für das Programm über Kopf setzt, sozusagen. Muss man auch länger drüber nachdenken, um drauf zu kommen, aber hat geklappt. Das ist das, was ich euch in dem Tropenhaus schon mal erzählt habe, wo ich da über Kopf die ganzen Felsen gesetzt habe. Wo ich gesagt habe, wenn ich unter der Decke setze, muss ich spiegelverkehrt denken, weil ich sonst die Felsen nicht richtig gesetzt kriege. Ja, und das, und wenn man das ganze Niveau erhöht, also sich dann über dieses Felsniveau hinausgibt von der Blickachse in diesem Game, dann muss man sie nicht spiegelverkehrt setzen, dann geht's normal. Naja. Ja. Gucken, wie es am Ende aussieht. Aber hey, es ist ein Zoo. Und ich baue ja nicht Mittelerde. Das muss ich nochmal erklären. Ich baue ja nicht Mittelerde nach, sondern ich baue ein Zoo im Stil von Mittelerde. Natürlich gibt es ja auch Technik in diesem Zoo. Und natürlich gibt es ja auch künstliche Felsen in diesem Zoo. So. Ah. Schön ist anders, ne? Schön ist anders. Ich glaube, das hier, ja, der ist wohl ein bisschen doof. Der ist auch doof. Alles doof. Okay. Ich möchte gerne diese kleine Erdnase da weg haben, aber ich fürchte, ich ruiniere mir damit oben alles. Ah. Wenn ich da jetzt... Ah, warte, ich könnte es bitte mit der Abflachung mal probieren. Vielleicht klappt das. Vielleicht klappt das ja. Hiermit. Nee, kann nicht klappen, weil da eine Barriere ist. An der Barriere macht er ja nichts. Dann muss ich nochmal einen geeigneten Felsen für finden. Deswegen habe ich gerade die Treppe gebaut, die eine. Der ist doch, ja. Ja, das ist in Ordnung. Fast. Ich mauere das hier einfach noch hoch. Ja, nein, damit kann ich leben. Dann ist das. Ich wollte den Abstand, das Verhältnis hier etwa gleich halten, aber so ist das okay. Damit kann ich leben. Mache ich hier gerade noch was hin. Haben wir vorne noch ein bisschen gerandomized. Ja, das ist okay. Und dann kann ich da nochmal. Ah, genau. Wenn ich den einmal kopiere, drehe und umsetze. Wo? Dann passt das für mich. Ja, schöner Eingang. Jetzt gefällt es mir. Dann kommen wir zu meinem Lieblingszaun. Diesem hier. Den ich jetzt irgendwie hier geschickt anbringen muss. Ich hoffe, das passt am Ende noch mit dem Zaun. Also optisch. Ah, wird schon. Wie gesagt, wir bauen nicht Mittelerde nach, sondern ein Zoo im Stil von Mittelerde. Hat übrigens keine rechtlichen Hintergründe, sondern wie gesagt Zoo, ne? Irgendeiner hat sich überlegt, komm, wir machen Zoo auf und den dekorieren wir so wie Mittelerde. Das ist, so könnte man das quasi ausdrücken. Muss allerdings auch immer sehr aufpassen.
Wenn er zu sehr auf dem Weg ist, backen die Leute dadurch. So. Deswegen muss man immer genauso auf den Weg ransetzen. Und wenn er nicht, wenn er zu dicht, zu lang im Gehege, zu weit im Gehege ist, dann ignorieren die Tiere das Ding. Ich weiß auch nicht, wie gut die Performance vom Rothund ist. Ob das ein gutes Tier ist. Es gibt ja Tiere mit besserer Performance, die sich weniger durchbuggen. Ich habe zum Beispiel, gibt es ja bei den indischen Elefanten das Problem, dass die sich, wenn sie Kinder sind, gerne mal durch die Panzerglasbarriere buggen, ne? Und dann ständig abhauen. Das Problem habe ich gerade in meinem Mumbai-Zoo. Aber ich muss Elefanten züchten, um an Geld zu kommen. Das ist ganz wichtig. Aber ich hätte jetzt auch noch, glaube ich, einen Tiger gleich, den ich verkaufen könnte. Weil meine Tigerzucht in Mumbai so richtig gut ist. Nur Goldtiere mit ausgezeichneter Performance. Sieht richtig gut aus. Und sowohl weiße wie auch normale Tiger, ne? So. Einmal ein. Ja, passt doch. Soll ich die Brücke so lassen? Hier? Die hat dieselben Abdeckdinger hier. Nee, wie heißt das? Dieselben Brückenpfeiler. Wie das hier, wie dieser Zaun. Aber mir gefällt eigentlich der Boden der Brücke nicht. Aber da könnte ich noch was anderes machen, weil als Boden könnte ich da vielleicht noch Torf oder sowas gleich drauf machen. Das wird zwar wahrscheinlich gar nicht sein. So. So, ich glaube, da muss Felsen in die Ecke. Zur Brücke. Oder kriege ich hier ein so ein Segment noch rein? Ja, kriege ich. Der Zaun ist übrigens ein Design von mir. Letztens nochmal gefragt worden, wo dieser Zaun herkommt. Den habe ich designt. Kopieren wir das einmal. Ja, passt doch super, Freunde. Guckt euch das an. Als wäre es geplant gewesen. So. Schick. Ja, lohnt sich. Jetzt machen wir das Ganze da auch nochmal. Nein, nein, oh, jetzt ist das irgendwo Teil einer Gruppe geworden. Na egal. Damit kann ich leben. Damit kann ich gut leben. Hier haben wir natürlich den Vorteil, können wir direkt an der Brücke jetzt anfangen. Ich lasse die Brücke so stehen, wie sie ist. Ich werde da nur vielleicht den Boden einmal verändern, demnächst. Ein bisschen tüfteln muss ich dafür zwar, aber... Weil wenn man den Boden zu hoch macht, dann buggen sich die Leute darüber. Das ist ja klar. Das sollen sie natürlich nicht. So. Müssen jetzt, wenn wir gleich den Zaun gesetzt haben, die Barriere prüfen, ob die überall auch bis zum Zaun ranreicht. Weil wenn nicht, werden die Tiere, auch wenn sie nicht abgehauen sind, immer angezeigt, dass die abgehauen sind. Ist auch ein... Will ich sagen, Problem, aber ein Phänomen, was hin und wieder mal vorkommt. Ja, fast. Das letzte Segment nehme ich hier gleich weg. Ja. Dies hier. Genau. Muss ich mal gerade gucken, wie ich das am geschicktesten angehe. Also... Der kommt weg. Ah, den muss ich nämlich reinschieben. Das ist nämlich genau der Punkt. Weil die überlappen, diese Endteile.
gucken. Aber dann haben wir hier so eine schöne Spitze rausgucken. Das ist doch auch was. Und jetzt habe ich da unten noch den... Ja, der kann da enden. Das ist okay. Gut, das wäre der Zaun also unten. Jetzt müssen wir noch hier... Oh Mann, mache ich den hier auch auf der Schräge? Was habe ich denn hier auf der Schräge gemacht? Nix, Felsen. Alles klar. Dann fängt der Zaun hier oben an. Wenn ich den jetzt noch abschrägen muss, dann muss ich einen komplett neuen Zaun für bauen. Das wird nicht klappen. Das heißt, wir setzen den hier oben an als nächstes wieder. So. Ja. Hier können wir ein bisschen Abstand zum Weg lassen, dann bepflanzen wir das nachher kreativ. Hier kommt der Rothund ja sowieso an sich nicht hin, hier hoch. Das ist nicht sein Aufgabenbereich. So. Ich will auch darauf achten können, dass der Draht immer übereinander ist. Haha. Aber das würde jetzt unermesslich gehen. Grunde genommen hat der Zaun ja immer dieselbe Höhe. Ja, er muss doch bis da hinten rüber. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und der Rothund übrigens auch nicht. Ach da, mir fehlte gerade so ein Wegmarkierer hier. Aber ich habe ihn gefunden. Er war hier. Ich finde es übrigens extrem schade, dass man Wege ohne diese Markierung nicht bauen kann. Ich habe das jetzt in mehrfacher Hinsicht versucht. Also ohne diese kleinen Baumstämmchen, die da aus dem Boden gucken, geht es leider nicht. Das wäre hier auch, das wäre hier richtig nützlich gewesen im Auenland. Aber es geht leider nicht. So. Das Ding wird auch dann gleich wieder mit diesem Brennnesselrand versehen. Obwohl ich da... Ah ne, wir könnten unten dann, wenn wir hinten die neuen Gehege bauen dann. Mal gucken, ob wir da irgendwas anderes, ob wir da vielleicht die alten Johannisbeere unten dran pflanzen oder so. Aber hier oben würde ich sagen, belassen wir es dabei. Huhu, aber könntest du den Zaun nicht so setzen, dass die Noppen die kleinen Nupsis verdecken? Ja, das habe ich versucht. Das geht aber leider nicht, weil die Nupsis auch nicht immer im gleichen Abstand sind. Aber über die Nupsis pflanze ich gleich was drüber. Hier sehen wir auch keine Nupsis mehr auf der anderen Seite. Da habe ich es probiert. Ich habe sie auch bei dem Hobbithaus hinten probiert, aber... Pass auf, ich zeig dir das. Wenn ich den jetzt hier so ansetze... So. Warte, dann würde er zweifelsohne alle Nupsis verdecken. Aber dann würde der Zaun krumm und schief auch am Ende stehen. Weil da so viele Kurven in den Nupsis sind. Also es geht leider nicht. Das, wie gesagt, das habe ich auch schon mal probiert. Aber es geht einfach nicht. Es ginge natürlich dann, wenn ich auf jeden Nupsi einen von diesen Pfeilern setze und dann individuell die Dinger miteinander verbinde durch neue Äste. Aber dann würde ich für den Zaun allein 2 Stunden brauchen. Deswegen kommen da gleich Brennnesseln vor die Nupsis oder andere Gewächse und dann sehen wir die auch nicht mehr. Oh, aber wir sind gleich angekommen. Das ist auch schon mal wieder was. So, und hier baue ich ihn. Hier haben wir gar keine Nupsis jetzt. Hier baue ich ihn nämlich jetzt hier hinten einmal lang. Die Leute von der Toilette aus nicht da reinfallen, wenn sie schwankend vom Klo kommen. Aha. Wir haben einen Höhenunterschied. Den hatten wir aber auch schon mal woanders. Das können wir ruhig so ausgleichen. Ja, unten bei den Hirschen hatten wir das auch schon mal. So.
Oh ja, da muss ich gleich noch ein bisschen arbeiten. Aber hier kommt eh irgendwas, ein Gewächs hin. Okay. Die Zaunnummer wäre fertig. Weitestgehend. Ein paar Dinger muss ich gerade noch entfernen. War da noch mehr? Hier ist noch ein Zaunpfahl drin, ne? Kriege ich da jetzt nicht mehr raus. Na gut, das kann da oben abstehen, das ist kein Problem. Ach doch, da krieg ich es nochmal. Bitte, bitte, bitte. Nee. Da ist er doch. Doch, kriege ich raus. Seht ihr aus, wie viele Einzelteilen dieser Zaun hier besteht? Ein Ast, da ist noch ein Ast, aber da komme ich nicht mehr dran. Ah. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Dann ist da halt noch ein Ast drin. Dann ist da eben noch ein Ast drin. Okay. Sieht gut aus. Jetzt machen wir hier noch die Schräge. Soll ich das mal gerade probieren? Vielleicht kriege ich das ja hin, wenn ich den ankippe. Müsste doch eigentlich gehen, ne? Ich will an der Stelle nicht so gerne mit Felsen arbeiten. Ja, es ist wackelig, also. Es ginge zwar... Nee, komm, das machen wir nicht. Dann müsste ich den individuell jetzt gestalten an der Stelle. Also machen wir doch Felsen hin. Ich habe immer noch keine gute Idee für den Hintergrund, aber eigentlich kann das so felsig bleiben, ne? Das sieht ja jetzt gar nicht so schlecht aus mit den Hobbit-Hütten da im Hintergrund. Interessanterweise können Rothunde ja nicht so hoch springen, ne? Ein normaler Hund, für so einen Haushund, wie man den so zu Hause hat, egal gleich welche Rasse, wenn der so groß ist wie so ein Rothund, kann er ja problemlos auch mal 2 Meter hoch springen, aber das können Rothunde seltsamerweise nicht. Ja, das ist es nicht. Ich muss hier noch ein bisschen tricksen, glaube ich. Ich kippe ohnehin viel zu selten Felsen, habe ich den Eindruck. Ah je. Das reicht. Den Rest bepflanze ich geschickt. Ja. Ne, jetzt habe ich hier diese 3 Löcher dreimal, ne? Das geht auch nicht. So ist besser. Ich sag ja, wenn einem auffällt, dass es immer derselbe Felsen ist, den man nicht gedreht hat, dann ist doof. Aber sonst ist es okay. Denselben Felsen mehrfach zu benutzen. So, jetzt sehen wir es schon nicht mehr, dass das hier alles derselbe Felsen ist. Hier könnte noch irgendein Feature vielleicht hin. Ah, da gucke ich später mal, was es sein könnte. Jetzt machen wir das mit den Brennnesseln hier. Damit die Nupsis verschwinden. Wo das hier schon gar nicht so einfach ist. Steht der Zaun einfach zu weit hinten. Ja, ein bisschen kriege ich sie weg. Ich belasse das auch so. Das ist okay. Da kommen dann kleinere Dinger noch vor. Ja, ja. Ich muss die auch ganz verstecken für meinen inneren Monk irgendwie. So. Gibt ja andere Stellen, da sitzt der Zaun so geschickt, dass wir durch mittleres Bepflanzen mit Brennnesseln die Nupsis auch verstecken. Ja, hier zum Beispiel ist ein bisschen... Ah, geht. Sehr schön.
Hier kommt ein Infomonitor hin. Dann ist der, wo steht denn der andere hier von den Hirschen? Der steht da vorne. Das ist okay, dann kann hier einer hin. Dann holen wir uns den mal. Ne, den holen wir uns nicht. Wir nehmen uns den hier raus. So, dann sind hier die Nupsis auch versteckt. Gucken wir mal, nehmen wir den hier. Ja, nehmen wir da den so. Ja, das geht. Alles klar. Aber nicht mit Hirschen. Das machen wir leer. Alles klar. So bekommt ihr übrigens Inhalte von Monitoren übertragen, auch wenn keine Tiere im Gehege sind, wenn ihr ihn mit einem Inhalt abspeichert. Auch mal eine sehr spannende Geschichte. Wüsste zwar nicht, wozu das gut sein sollte, aber wenn es mal so kommen muss bei euch, dann wisst ihr jetzt wie. So. Nochmal eine Spendenbox dahin, sonst vergesse ich das. Spendenboxen vergesse ich nämlich immer ganz gerne mal hinzustellen. Und ich baue die hier extra so in den Zaun ein, damit die nicht ganz so auffällt. Das war auch nicht die Endlösung, aber dafür kann man die leider nicht individuell genug gestalten, die Spendenboxen. Ich hatte auch überlegt, ob ich da irgendwas drumrum baue aus Holz, irgendeinen Kasten, irgendwas Schickes, aber dann wird die nicht mehr als Spendenbox anerkannt und dann ist das so, als würde ich gar keine hinstellen, dann spenden die Leute nämlich nichts mehr. Die Spendenbox muss frei stehen. Siehst du, Nora, sieht man doch kaum noch die Nupsis, wenn ich hier fertig bin. Mit den Brennnesseln, den Brennies. Unten bei den Privalskipferden. Oh, habe ich schon verraten, dass unten Privalskipferde hinkommen, jetzt wisst ihr es. Da pflanzen wir dann, glaube ich, die Alpenjohannisbeere. Wir haben, also es kommen noch zwei weitere Tierarten in den Auenlandbereich. Und um das gerade mal ein bisschen spannender hier zu gestalten. Hier kommt eine Pferdekoppel hin, wahrscheinlich mit Przewalski-Pferden. Und hier soll auch noch eine Tierart hin. Vielleicht eine fünfte hier, aber mehr auch nicht. Aber es müssen eben Tierarten sein, die auch in dieses ganze Auenland-Gedrösel und so passen. Da habe ich rausgesucht den Gabelbock, den Biber, den Elch. Obwohl der Elch zu überlegen ist, weil wir schon den Hirsch haben. Dann, was haben wir noch? Lama, Dachs und Luchs. Ich wäre versucht, den Luchs da unten reinzubauen. Also und Przewalski-Pferd, wie gesagt, ist ja schon gesetzt von mir. Weil ich denke, Hobbits, da passt doch so eine schöne Pferdekoppel mit schicken Pferden. Das passt da richtig gut hin. Und die Przewalski-Pferde hier sehen richtig toll aus. Und dann noch gucken. Der Dachs. Ah, ich weiß nicht, der Dachs. Es ist eine Gegend für einen Dachs, keine Frage. Also der Dachs könnte hier in sowas leben. Musste hier alle neu setzen. Ah nee, ich wollte hier geschickt bepflanzen, ne? Waren meine Worte. Ja, dann mache ich das doch. Weil die Leute auch sonst zu weit von dem Gehege weg sind, wie ich finde. Ja. Ja, dann gucke ich mal, was ich hier pflanze. Dann pflanze ich hier keine Brennnessel. Das geht auch, weil die sowieso auf beiden Seiten dann hier gleich irgendwo endet. Dann mache ich jetzt hier noch so eine Endnessel hin. So. Das kann man leider noch hinsetzen jetzt. Vielleicht doch schon mal Johannisbeere. Boah, die sieht so kacke aus. Die sieht so unordentlich aus. Nee, ne? Nee. Nicht in meinem Zoo, Freunde. Farn kann man hier natürlich auch was machen. Gibt es den Farn in länglich? Ich muss mal gucken, ich glaube nicht, ne? Farn. Ne, den gibt es nur in struppig. Na egal, dann machen wir den struppig davor. Möchte ich das so haben mit dem Fahren? Nein, das gefällt mir nicht. Ach, ich weiß, was ich mal probiere.
Ach, die habe ich hier unten schon mal gepflanzt. Ich komme doch bei den meisten nicht auf den Namen. Das Zeug hier, das ist auch schön deckend und hat noch diese tollen weißen Blüten. Aber ich komme gerade nicht dran. Aber warte, wie heißt es? Preiselbeerbusch ist es nämlich nicht. Nee. Das weiße hier. Nein, das ist der Felsen. Das da. Kapuzenherzblume. Weil die auch so ein bisschen wilder ist, ein bisschen rustikaler ist. Nicht zum Beispiel so ein Moosglöckchen. Moosglöckchen ist ja doch sehr aggressiv, wie ich immer sage. Also, ein Moosglöckchen ist für mich deswegen so aggressiv, weil es eben so geordnet ist. Und das passt nicht zu dieser Thematik Auenland. Aber das ist doch nice, oder? Die Nupsis können wir gleich mit was anderem hier abdecken. Aber dann machen wir hier ein bisschen Kapuzenherzblume hin. Das wechselt dann die Bepflanzung auch ab. Die können wir unten bei den Przewalski-Pferden nochmal pflanzen, dann ist es gar kein Problem. Ist natürlich doof, weil jetzt hier die ganzen Holzpflöcke rausgucken. Alles klar, Monkey. Bis bald. So. Geht das jetzt? Das geht. Okay. Nice, oder? War jetzt mal eine schöne Abwechslung zu den Brennnesseln hier. Ja. Und da gucken wir jetzt mal, ob wir da noch so kleinere Herzblumen oder sowas finden. Oder so ein Patch hier. Mal alle zwei Dinger setzen. Ah, die sind natürlich sehr durchsichtig. Aber wenn ich die hochsetze, es darf halt nicht aussehen wie Schwebeherzblume, ne? Dann geht's. Ich muss genau so setzen. Ich muss die genau so setzen, dass dieses eine Blatt hier diesen Nupsi abdeckt. Geht. Und immer mal drehen, Freunde, sonst fällt's auf. Mach das jetzt mal so eine kleine Weile und dann gucke ich, ob es gut geworden ist. Geht. Na, geht das? Ja. Aber wir sehen nicht, dass es schwebt. Nein, die Blätter sind einfach so unordentlich, ne? Ja, wir sehen nicht, dass es schwebt. Das ist das Wichtige an der Sache. Ich soll gleich nochmal ein anderes Patch ausprobieren. So. Guck mal, was ich da noch habe. Das ist der hier, ne? Diesen Patch hätte ich auch noch zur Verfügung, ja. Ah, der passt so dahin. Ah, hier ist noch einer. So. Darf halt auch nicht zu viel werden, aber ich sehe es noch nicht als zu viel an. Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Die Reihe, die ich da gepflanzt habe, kann durchaus etwas Verstärkung gebrauchen. Ja, aber schön. So. Ich mach die auch unten weiter, glaube ich. Ich muss gucken. Wenn ich das mit den Przewalski-Pferden auch mit dieser Kapuzenherzblume mache, dann mache ich vielleicht doch unten erstmal nochmal Brennnesseln, einfach, dass sich das abwechselt, damit das nicht ganz so... Hier mache ich was anderes. Auf der Ecke, ja. Aber an sich bin ich damit zufrieden. Ja, schön. Schön. Hier sieht es komisch aus, ne? Wie sieht es denn von der Seite? Ich muss gerade mal gucken. Nee, das war jetzt nur hier auf der Ecke. Okay, es sah doch komisch aus jetzt. Ah, hier kommt ein Baum hin. Und zwar diese Birke. Ich muss ohnehin mehr Bäume pflanzen. Ich habe viel zu wenig Bäume gepflanzt. Dafür, dass wir hier im Auenland sind. Ich komme nochmal Brennnesseln hin. Die sind immer so zum Abschluss oder so. Und dafür unten an Bäumen sind die immer richtig gut geeignet.
Und sie wachsen auch so, Leute. Machen wir uns nichts vor. Geh mal durch den Wald. Überall sind Brennnesseln. So. Fertig. Sieht gut aus. Obwohl ich die Überlegung habe, da ich ja auch diese Birke hier mit in diesen Monitor eingebaut habe, ob ich nicht öfters mal Birken zwischendurch pflanze? Nein. Nein, 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 nein. Das wohl nicht. Gut, was machen wir hier? Hier brauche ich was Flächendeckendes. Bodendecker, wie ich immer sage. Was nehmen wir denn da? Die nehmen wir natürlich nicht. Immergrün ist leider auch nicht gut geeignet an der Stelle. Eine Fächerblume auf gar keinen. Die Fächerblume passt nur wirklich nicht ins Auenland. Nein, nein, nein. Irgendwie so ein Busch hier, ne? Die gehen auch immer gut auf Ecken. Wie heißt das Ding? Nitraria retusa. Oh, es geht. Das ist so ein bisschen... An der Stelle gucken die Leute dann halt zwar nicht ins Gehege, aber sie werden nicht vergessen haben, was sie gesehen haben. Und unten geht es ja auch weiter. Aber der ganze Nitraria Redusa hier, der... Nee, das ist mir ein bisschen viel. Redusa. Einer reicht. Ja. Und selbst der ist mir schon zu viel. Schade. Naja, man muss halt ein bisschen experimentieren. Was hätten wir hier noch? Busch. Ah, der Bruchsalbei. Oder heißt es Buschsalbei? Das heißt Buschsalbei. Ich sage immer Bruchsalbei. Der ist gut. Der passt auch hier prima auf diese Felsen drauf. Ja. Und dann kommen da gleich noch so ein paar kleine Mini-Bäumchen rein. Das ist doch geil. So. Der ist eine gute Grundlage, auf jeden Fall. Ich muss die Kante gleich noch anders bepflanzen. Bei der Kante, das gefällt mir gerade wieder nicht. Ich muss hier ein bisschen geschickter drehen, dann klappt es vielleicht mit der Kante auch. So. Hier ein bisschen Fels rausgucken lassen. Man zeigt ja auch ein bisschen Knie. Nein. Machen wir nicht. Habe ich hier kleinere Patches? Der hier doch. Ah, guck mal. Den kann man doch hier prima an den Rand setzen. Ja, das geht. Geht gut. So. Weiß nicht. Man muss das immer aus der Perspektive des Besuchers bewerten. Wenn er hier so lang kommt und sich gerade an der Kapuzenblume erfreut hat, ist das viel zu überwältigend hier. Ja, ja, das ist viel zu viel. Das geht leider doch nicht. Schade. Aber nur durch Experimentieren kann man rausfinden, was geht und was nicht geht. Jetzt habe ich die Felsen natürlich mit entsorgt an der Stelle. Da unten ist das aber nicht so schlimm tatsächlich. Weil hier könnte ich eine Hecke... Ah nee, warte. Ich bin gerade etwas unentschlossen, liebe Freunde. An so Abgängen bin ich immer unentschlossen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist aber auch schwierig, so Abgänge zu bauen. Also, dass die... Deswegen ist auf der anderen Seite, habe ich auch noch nichts an dem Abgang gebaut, tatsächlich. Also, dass die auch dass es halt gut aussieht. Ist nicht einfach. Und dann muss man da Felsen setzen und dann passen die auch nicht so toll und naja, ihr wisst, die üblichen Probleme halt, die man so hat. Und dann darf das alles nicht höher als tiefer als 1,25 Meter sein, damit die Hunde da nicht drüber wegjumpen. Obwohl sie ja nicht springen können. Wie gesagt, ich halte 1,25 Meter für einen Hund. Für extrem wenig.
Ich weiß aber nicht, ob die KI sich da, ob die Programmierer sich da tatsächlich an die natürlichen Vorgaben des Tieres halten. Oder ob sie das eher so nach Größe des Tieres bestimmen. Weil ein Rothund, das ist ein wildlebender Hund, der wird doch höher als 1,25 Meter springen können. Ich mache das hier jetzt an der Stelle erstmal ganz simpel mit ein bisschen Fahren und überleg mir da was. Das ist dasselbe Problem, wie ich hinten an der anderen Stelle habe. Also, was zeige ich denn? Hier bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ah, aber ich sehe, was ich hier gemacht habe. Hier ist der Felsen nach vorne geschoben und dann ist das davor begrünt. Ja, das kann ich natürlich auch machen. Das heißt, ich muss diese ganze Felswand hier, das ist ja gar kein Problem, ein Stück weiter nach vorne schieben einfach. So, war es das? Ja, den da hinten können wir so lassen. So. Und dann da ein bisschen Pflanzenzeug hinhauen, das geht. Ich muss da nur hier gucken mit dem Zaun wieder. Hier haben wir vorhin Zaun weggemacht, ne? Ja. Das heißt, wenn ich hier ein vollständiges Stück reinsetze, müsste es wieder passen. Dann kann ich ihn auch so um die Ecke, genau, setzen und dann, ah doch, letzten Pfosten wieder wegnehmen. Ich hoffe immer nur, dass die nicht abhauen, die Tiere. So, und jetzt kann ich hier noch ein bisschen wieder was rausschrauben. Der nicht. Den muss ich einschieben. Der kann da auch so drüber weggucken, ne? Ich meine, es wäre jetzt ein leichtes, den da reinzuschieben, aber warum nicht? Ist mal was anderes. Bisschen rustikaler. Was wächst denn da hinten so? Hohes Gras mit ein paar Blümchen und ein paar Brennnesseln. Okay, das kriege ich hin. Hohes Gras. Da. Ich muss viel häufiger daran denken, hohes Gras zu pflanzen. Weil es ist im Auenland hohes Gras. Da ist es nun mal so. Da ist das Gras nun mal hoch. Damit die Hobbits sich da drin verstecken können. So. Ist natürlich auf der Schräge. Ah, jetzt ist das auch durch den Felsen da durch. Der Schräge mit den Blumen ein bisschen doof, ne? Sind schwierig. Ah, guck, es ist schon fast nichts mehr über von der Grasung. Ah! Ah! Die Blumen haben ja auch Gras. Also hier die Kornblumen und so. Was ich denn? Das kannst du vergessen hier. Das kriegt man nicht hin mit dem Pinsel. Auch mit dem Einserpinsel geht das nicht, weil der Einserpinsel nicht funktioniert. Na, doof ist das schon. Da muss hier was anderes hin. Egal, dann bepflanzen wir es einzeln und liebevoll und separat vor allen Dingen. Stichwort Blume. Fächerblume. Ja, Fächerblume ist doch was hier für so eine Ecke, ne? Ja, das ist doch schon mal was. Da müssen wir uns hier halt Schritt für Schritt ranarbeiten. Auch dieses Alpenzeug kann ich hier pflanzen. Das passt auch ganz gut. Alpensteinbock wäre auch noch eine Tierart, aber die passt besser auf die... auf die Flachinsel, auf die nächste Ebene, wo wir auch einen dieser Wachtürme bauen. Diese Wachturmruine, die im ersten Teil vorkommt, die werden wir im nächsten Themenbereich sozusagen bauen, also im nächsten Abschnitt. Und da wird es auch Alpensteinböcke geben. So. Ach, guck. War ein wenig irritiert, aber... Das hier, das Zeug pflanze ich auch viel zu selten, aber normalerweise passt es nicht in die Gehege rein, weil das ja Alpengehege oder sowas sein sollten, wo man das hier pflanzt. Aber im Auenland darf man alles pflanzen, weil wir die botanischen Gesetze des Auenlandes nicht kennen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich dem hier immer eine Fächerblume zugrunde pflanzen sollte, nicht besser. Nee, ne? Ich kann mal was probieren. Aber ich sehe jetzt schon, das wird nichts. Ich müsste die mal leicht anschrägen. Aber nicht in die Richtung, in die hier. In diese Richtung. Dann könnte es vielleicht was geben.
So. Ja, noch nicht ganz, aber... Das gefällt mir am Ende sowieso nicht. Ich sehe das kommen. Also hier lasse ich jetzt die Dinger auch, die Pinöppel da auch stehen. Die verstecke ich hier jetzt nicht. Ich mach das wieder weg, ne? Ah, ne, es geht. Ah, ich weiß nicht. Es stimmt mich nicht wirklich glücklich, ehrlich gesagt. Auch wenn ich ein großer Freund der Fächerblume bin, aber... Doch, geht, ne? Sieht ein bisschen wilder aus. Ärgerlich mit dem Gras. Ist ein bisschen ärgerlich, dass das nicht so geht, wie ich mir das vorstelle. Es ist okay. Es ist einigermaßen okay. Ja, ja. Ja, hier ist auch die ganze Zeit... Ist aber alt. So alte Leute in meinem Zoo arbeiten, hätte ich gar nicht gedacht. Soll halt auch keine Schwebeblume sein. Und hier ist dieser blöde Abhang. Rote Lücke, siehst du? Und hier wird eindeutig eine Barriere von 1,25 Meter nur angegeben. Das habe ich mir schon gedacht. Aber schlecht recherchiert von Frontier. Da habe ich echt den Eindruck manchmal, ich weiß ja auch ein paar Dinge über Tiere, dass die das nicht richtig recherchieren. Oder dass es ihnen schlichtweg egal ist. Wahrscheinlich Letzteres. Ist das okay? Ah. Ich weiß nicht. Ich muss das mal bis oben durchziehen. Ich konnte es mir nicht vorstellen, naja, sag ich ja. Mir kam das auch arg wenig vor. Mit so 1,25 Meter. Was ist nichts? Sind Rudeltiere, das ist klar. Deswegen, ich habe für sechs... Ich habe... doch, genau, für sechs... große und fünf kleine das Gehege vorhin berechnen lassen. Geht das hier? Es gefällt mir alles nicht, Leute. Es gefällt mir alles nicht. Ach nee, das ist es auch nicht. Ich weiß nicht, aber ich muss hier irgendwas hinbauen, obwohl, na, die hauen ja nicht ab, ne? Hier drüber hauen die nicht ab. Da muss ich mir was überlegen. Das gefällt mir alles nicht. Das hier unten, den letzten Abschnitt kann ich lassen, alles andere muss weg. Da gucke ich mal, was ich da pflanze. Das ist hinten wie an der Stelle, da weiß ich auch noch nichts. Aber das hier ist alles nichts mit der Fächerblume. Mich stört das halt an der Stelle, dass ich das hohe Gras nicht richtig anwenden kann. Das lasse ich... Nee. Ah doch, das letzte mache ich wieder hin. Ja. Dass ich das hohe Gras nicht richtig anwenden kann, weil aus irgendwelchen Gründen dieser... Zweierpinsel viel zu groß ist und der Einserpinsel nicht funktioniert. Ich kann mit dem Einserpinsel drüber gehen, wie ich will. Das funktioniert genauso wenig. Weil ich ja erwarten kann oder erwarte eigentlich, dass er jetzt in der Mitte des Kreises das Ganze zieht, aber der macht das eher random. Also da macht er statt 10 Halmen nur 3 oder so hin, aber halt auch random und nicht, wo der Kreis sich gerade befindet, ne? Das ist doof. Aber das ist auch schon seit der Alpha so übrigens. Also das ist auch irgendwas, was ich, wo Frontier überhaupt nicht mehr dran arbeiten will. An den logischen Sachen. 72 Kilometer ist eine Menge. Das kann ich nicht so ohne weiteres. Jetzt, da war er gerade mal wieder, der Einserpinsel, da hat er gerade mal wieder reagiert. Aber das ist hier nichts mit den Felsen, Alter, das ist Käse. Und ich kann den Felsen auch noch reinschieben. Es darf hier drin auch keine Stufe entstehen, sonst hüpfen die da auf die Stufe. Oh je, das wird noch anstrengend. Später mit den Hunden, glaube ich. Das wird noch ein wenig anstrengender, glaube ich. So.
Seht hier, der 1er Pinsel, der funktioniert nicht. Und der 2er Pinsel ist so groß, dass das mit in die Felsen reinwächst. Ja, ich lasse das jetzt. Hier an der Stelle komme ich jetzt eh nicht weiter. Hier unten hatte ich gesagt, mache ich Brennnesseln und dann hinten bei dem Privatsgefährten wieder Kapuzinerblume. Kapuzenblume. Kapuzenherzblume. So. In den anderen Bereichen werden die Gehege auch zwar genauso schön, aber da wächst weniger Zeug so in der Prärie von Mittelerde. Ah, obwohl bei den Elben wird noch schön dekoriert. Da gibt es auch natürlich noch viele Blumen. Ach genau, als nächstes sollte der elbische Bereich erst kommen und danach kommt dann der mit dem Wachturm. Und danach kommt... Oh, dann sind es doch schon 5. Dann käme nämlich eigentlich noch der Sumpf, aber auf den Sumpf kann ich auch notfalls verzichten. Der letzte ist auf jeden Fall der Barad-Dur, den ich nachbaue. Ich habe geguckt im Workshop, es gibt keinen Barad-Dur, es gibt nur ein Isengard. Und das gefällt mir nicht. Weil Isengard ist Saruman und das passt jetzt hier auch nicht so ganz rein mit Saruman und so. Deswegen baue ich den Barad-Dur nach. Und da rein kommen schwarze Panther. Gibt keine schwarzen Panther, also sind es schwarze Jaguare. Aber die sehen genauso geil aus. Weil die leuchten, da leuchten auch die Augen schön im Dunkeln. Das sieht richtig nice aus dann. Das ist ja auch so ein Ding, da setze ich mich dann nachts meistens dran, wenn ich nicht schlafen will. Und mache dann nochmal die Feinheiten von diesen Gehegen und richte das auch nochmal genau aus. Aber das sind halt Sachen, die sind auch für den Stream zu aufwendig, wenn ich da so 5 Minuten an so einem Zaun rumschraube, das wird dann auch keiner sehen. So, ich brauche nochmal Bran. Für die Ecke, ja. Einmal so. Oh, wo kommt denn auf einmal diese Wiese schon wieder her? Man weiß es nicht, liebe Freunde. Man weiß es nicht. So. Sieht nice aus. Hier auch? Na, hier, ja, hier kann ich noch ein bisschen... Ja, hier kann ich noch ein bisschen nachbohnen. Große Frage ist auch, ob ich hier nochmal einen zweiten Infomonitor hinsetze. Aber ich vielleicht hier unten nochmal einen, ne? Bin da gerade ein wenig unentschlossen. So. Jetzt brauche ich nochmal die Bran hier hinten. Zup. So. Okay. Das wäre also die Umrandung. Was habe ich hier oben gemacht? Gar nichts, ne? Ne, muss ja auch nicht. Hier ist ja ein ganz anderer Teil. Hier geht die Bran einmal um die Ecke. Dann mache ich hier nochmal so eine Bran hin. Ja. Geht. Dann geht es. Dann will ich nichts sagen. Sowas hier auch den Innenteil von dieser Felsnase. Das sind alles so Sachen, die muss ich in Ruhe machen. Da habe ich gerade keine allzu gute Idee. Wie baue ich denn hier den Übergang? Hier kann Felsen rein. Hier unten geht es übrigens drunter durch, ne? Rüber noch in den letzten kleinen Teil, deswegen diese Brücke. Aber aus irgendeinem Grund kann ich hier die Erde nicht entfernen, also diesen Weg wieder mal. Dieses Geländestück hier. Naja. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Ja, aber warte mal, das muss doch gehen. Das muss doch weggehen. Das kann doch nicht da bleiben.
Also weg geht das jetzt schon, ne? Es geht. Ach so, dabei Barriere. Weil das ist doch Quatsch. Aha. Ja, Moment. So weit war ich schon mal, glaube ich. Mal abschrägen. So. Und jetzt den Weg nochmal bauen. Welcher war's? Naturweg. Und nicht 4 Meter, sondern ist der 5? 5. Ah. Jetzt kriege ich die Brücke wieder nicht gerade. Oh! Crucio! Sowas ärgert mich zu Tode. Das war perfekt und ich kann die Finger. Warum schreibt ihr nicht alle in den Chat, wenn ich sowas anfange? Lasst die Finger da weg. Ihr wisst doch, dass das in die Hose geht. Ihr wisst doch, dass sowas immer in die Hose geht. Wenn ich etwas Perfektes kaputt mache. Hier, ich krieg das hier nicht mehr hochgebaut jetzt. Ich muss unbedingt in den. Mann, Mann, sowas kotzt mich an, ey. Dass ich immer. Weil vor allen Dingen, das hat ja seinen Grund, dass das so war, ne? Das hat ja seinen Grund. Ich habe das ja nicht so gelassen die ganze Zeit, weil ich so vor, das wegzumachen. Oh Mann. Vor allen Dingen, was jetzt auch gleich wieder, es stimmt gleich der Füllstand hier von der Rinne nicht. Pass auf, wenn ich jetzt Wasser reinlasse, dann ist es wieder ein viel zu niedriger Füllstand, oder? Ah! Ich kann das hier aber an dem Felsen, an diesem Baumstamm sehen. Nee, Füllhöhe passt. Füllhöhe passt noch. Oh Mann, wie kriege ich jetzt hier die Brücke wieder drüber? Ist das zum Auswandern echt, ey? Hier, weil das ist da jetzt. Es ist schräg und es soll nicht schräg sein, Mann! Da geht's ja noch. So, und jetzt möchte ich hier. Aber es ist wieder. Also nicht, dass ich habe das jetzt selber verschuldet, dass ich das hier weggemacht habe, ne? Aber die Tatsache, dass es mich gestört hat, ist wieder diesem beschissenen Wegtool geschuldet, weil sonst hätte ich ja auch die Erde darunter entfernen können, während der Weg existiert. Aber das geht halt nicht. So, und hier kriege ich das Ding jetzt nicht hin. Genau da muss es hin. Durch Wasserfläche blockiert. Genau. Und wenn ich das jetzt nämlich da wieder wegmache, dann stimmt die Füllhöhe vom Wasser am Ende wieder nicht. Mann! Ah! So. Muss manchmal sein. Ätzend. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann die ganze Scheiße neu anfangen, ey. Es geht einfach nicht. Vor allen Dingen, die Wasserfläche ist ja auch nicht im Weg. Es ist eine Brücke. Es ist eine Brücke. Und ich glaube, weil ich die Brücke nicht so hoch bauen konnte, weil ich sie hätte höher bauen müssen, habe ich damals diese Landnase da eingezogen. Also baue ich da jetzt wieder die Landnase ein. Ich lerne es ja doch nicht. Halt, ich muss dafür erst den Weg ziehen. Und dann kann ich da drunter das Zeug wieder wegmachen. Hier stimmt es jetzt natürlich auch wieder vorne und hinten nicht. Das war aufeinander abgestimmt. Was ist das denn schon wieder für eine Idee? Was ist denn das schon wieder? Och Mann, ey. Geil, ich ist. Mach richtig, komm. Ärger mich nicht. Was ist denn das?
Hier, guck mal, ich kriege das nicht mehr gerade. Ich bett aus, sondern kann ich damit leben? Ja, damit kann ich leben. Das ist okay. Oh, ist das zum... Die ist auch nicht mehr mittig. Das sieht scheiße aus, Leute. Ey, es ist doch... Ah! Wieso konnte ich denn da wieder die Finger nicht von lassen? Wie viele Schritte kann ich rückgängig machen? Das war's schon. Nee. Kostet Geld und treibt mich nur alles in den Wahnsinn. Ich weiß nicht, 100 Schritte, glaube ich, aber es waren eindeutig mehr als 100 Schritte. Ja, das war's. Ist das zum Kotzen, Leute. Was steht da? Steuerung plus Z. Funktioniert genauso gut wie Klicken, ey. Das macht es ganz automatisch. Nein, die von der Brücke lasse ich jetzt die Finger. Das werde ich nicht nochmal machen, aber... Ja, die Brücke stört mich jetzt durchgängig. Das ist schon richtig. Weil sie nicht mehr mittig ist. Was ist denn, wenn ich hier oben zwei... warte, jetzt muss ich das hier wegmachen, sonst... verbindet der so wie der letzte Mensch. So. Wenn ich jetzt hier runtergehe, das geht. Ah, sehr schön. Kann ich damit leben? Nee, kann ich nicht, weil es nicht mittig ist, verdammt. Aber jetzt ist ja auch wieder nur einer in der Mitte. Oh. Was per se dramaturgisch richtig ist. Aber dass ich das Gelände hier drunter jetzt nicht beseitigen kann, das ist halt das, was mich so massiv ankotzt. Weil das nicht logisch ist. Außerdem, das stimmt hier alles vorne und hinten noch nicht. Den Abständen. Der Weg ist auch zu schmal. Es müssen 6 Meter sein, sehe ich gerade. Okay, vielleicht klappt es mit 6 Metern besser. 6 Meter kriege ich überhaupt nicht, ne? Ach, Mann. Ja, wir werden jetzt die nächsten 8 Stunden mit der Familie diese verschissene Brücke da wieder zu machen. Weil da Barriere ist. Ich muss das hier alles abreißen, nochmal neu machen. Diesen Zaun wegmachen. Die Büsche. Das ist nicht viel, aber ärgerlich ist das schon, weil ich hier nur doppelt und dreifach arbeite die ganze Zeit, ey. Wie hinten mit der Höhle, wo ich die Finger auch nicht von lassen konnte. Man kriegt auch Wege nie zweimal so hin, wie man es beim ersten Mal. Also beim zweiten Mal kriegt man, sieht es immer anders aus. Guck hier, ich kann hier keinen Weg mehr hinbauen. Also keinen Weg. Eine Brücke ja, aber keinen Weg. Weg geht hier wieder in die Richtung, was auch völliger Käse ist. Oder hier abgeschreckt. Aber ich kriege hier gerade keinen Weg mehr hingebaut. Es ist mir ein Rätsel, warum. Wahrscheinlich wegen der Barriere. Oh Mann, ey. Das haben wir alles schon fertig gehabt hier. Das Problem ist halt... Doch, trotz dieses beschissenen Wegtools, die Leute kaufen das Game. Die stören sich, die regen sich alle darüber auf. Aber weil die Leute trotzdem Geld dafür bezahlen. Es geht immer noch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die Leute sich darüber aufregen, aber sie trotzdem noch Geld ausgeben für dieses Game, wird das mit dem Wegtool niemals geändert. Aber da regen wir uns ja schon seit Planet Coaster darüber auf. Und ich glaube, es war derselbe Praktikant, der das hier eingebaut hat. Echt, das ist zum Auswachsen. Es wäre mir eine Menge Geld wert, den Typen einmal 5 Minuten in dem Raum alleine zu treffen, der dieses Wegtool verbockt hat. So, es ist immer noch nicht das Original, es ist immer noch gebogen, aber der Fluss fließt jetzt mehr oder weniger in der Mitte da wieder vorbei. Jetzt stimmt, Leute, jetzt kriege ich den nächsten Affen, weil jetzt die Füllhöhe nicht mehr stimmt. Das garantiere ich euch. Und dann sieht es im Hirschgehege wieder kacke aus. So, einmal drunter durch. Ja, es sieht ein bisschen so aus wie vorher. Aber auch nur ein bisschen. So.
Jetzt kommt hier Wasser rein. Hier hinten, Hirschgehege ist das Ausschlaggebende. Ja, aber es ist der Originalfüllstand noch, zum Glück. Sonst hätte ich jetzt aufgehört zu streamen. Da hätte ich jetzt erstmal mich extremst beruhigen müssen. Das ist schnell korrigiert. Aber es stimmt hier mit den Abständen jetzt wieder nicht, aber das muss ich anders. Nee, es stimmt überhaupt nicht. Hier, guckt euch das an, Leute. Im Grunde genommen, wenn ich es perfekt machen will, müsste ich jetzt den ganzen Zaun in diese Richtung, da bis hierhin neu setzen. Mache ich aber jetzt nicht, keine Sorge. Es war perfekt. Ich musste einfach die Finger von lassen. Aber dafür bin ich zu mongisch. Mein innerer Monk sagt, mach es. Und er ist leider stärker als alles andere. Was mache ich denn jetzt hier in der Ecke? Ich setze hier noch so einen zweiten Pfeil dahin. Das sieht total kacke aus. Das habe ich oben schon mal gemacht bei den Hirschen. Ja, es geht. Zählt überhaupt nicht, ne? Sieht total dämlich aus. Als hätte der Wursthobbit gearbeitet. Echt, ey. Ah, so geht's. Ja, so geht's. Ja, das ist okay. Dann will ich doch mal nichts sagen. So, nächster Try. So kann man auch Zeit rumkriegen. wenn man doppelt und dreifach arbeitet. So. Richtig geil wäre es, wenn ich an der Brücke jetzt natürlich wieder ankommen würde. Komme ich aber nicht. Ah, Moment, da war gerade auch nur ein Zaunfragment drin, ne? Vorhin. Da war auch kein ganzes Zaunelement drin, glaube ich. Ja, richtig, da hatte ich so ein Fragment hier abgetrennt. Genau. Machen wir das doch nochmal. Ja, sehr gut. Okay. Fast wie neu. Jetzt müssen wir dann noch dieses Zeug hier vorpflanzen, Leute, und dann haben wir's. Dann können wir uns endlich um das Innenleben des Geheges kümmern. Aber auch schöner mit dem Eingang. Ich finde das ganz gut geworden mit dieser Holzwand, die da bis nach ganz oben geht. Und dem Felsen rundum, ringsum. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Alles klar. Ja, kann ich mit leben. Was machen wir jetzt an der Stelle? Ich könnte ja die Brücke wegmachen und hier einfach diese Landnase entfernen vielleicht. Wisst ihr was, Leute? Das Schlimme ist, da ich das jetzt wieder zurückgebaut habe, so wie es vorher war, schwöre ich euch, dass ich jetzt schon wieder eine Idee habe, wie ich diese Landnase hier wegkriege. Aber ich lasse da jetzt die Finger von. Ich würde es ausprobieren, aber ich mache das heute Nacht, probiere ich das aus. Also wenn ihr das nächste Mal einschaltet und es sieht anders aus, dann wisst ihr warum. Ich verkleide das jetzt hier mit Fels und dann ist gut. Dass das da unten weiterfließt, wissen wir ja. Es kommt ja auf der anderen Seite schließlich wieder raus. So, was machen wir hier? Die Wippe wäre mal gut, ne? Die Wippe haben wir auch lange nicht mehr eingesetzt. So. Aber die passt hier nicht hin, die Wippe. Ne, die passt hier nicht hin. Ich darf den Hunden auch nicht eine zu große Spring- und Klettermöglichkeit geben. Ich muss ohnehin gleich, wenn die Tiere da sind, gucken, ob die hier nicht irgendwo ausbüchsen können. Nee, das ist zu viel, ne? Das ist too much. Ich mache hier mal ein bisschen Geländepinsel. Das werde ich später noch mit irgendwas anderem anpassen, denke ich.
So. Oder irgendwas drüber pflanzen, dass wir so einen fließenden Übergang haben. Damit kann ich leben. Hier hinten habe ich auch gesagt, lasse ich das Gelände bepinselt. Und hier müssen jetzt irgendwelche Bäume und Sträucher rein. Beziehungsweise so ein paar Erhebungen sind in dem Gehege nicht fehl am Platz. Muss natürlich den richtigen Geländepinsel nutzen. So. Bisschen Prärie-Atmosphäre. Also, dass es hier so ein bisschen hügeliger ist. Das ist doch geil. So. Kann ich gut mit leben. Ja. Oh ja, enorm gut. Sehr schön. Dann. Guck mal, welche Bepflanzung hier von Noten ist. Von Nöten. Bepflanzung. Genau, gemäßigt. Ich hatte ja alles nach gemäßigt rausgesucht, weil das ganze Auenland hier ja gemäßigt ist, sozusagen. Deswegen hatte ich extra Tierarten rausgesucht fürs Auenland, die auch im Gemäßigten zurechtkommen, weil man da auch diese Klassiker Eiche, Buche und so pflanzen kann. Dann werden wir das Ganze nochmal auf gemäßigt. Das Einzige, was nicht gemäßigt ist, ist der Felsen, weil ich da aus irgendeinem Grund Tundra-Felsen nehmen muss. Aber der passt farblich zu diesem Felspinsel hier. Deswegen nehme ich da nicht den gemäßigten Pinsel. So, den gemäßigten Felsen. Deswegen, also, einmal nach gemäßigt filtern und gucken, was er mir hier Schönes anbietet. Platanen. So. Davon können wir doch schon mal welche nehmen. Ich will das nicht allzu sehr zubauen hier mit hohen Bäumen, fällt mir gerade auf. Damit wir da hinten da unsere kleine Hobbithäuser noch sehen, ne? Ja, aber die sehen wir auch so noch. Naja. Muss ja nicht die großen Bäume jetzt in die Mitte setzen. Aleppo-Kiefer. Nein, erstmal nicht. Die Palmen kommen auch nicht in Frage. Dieser Baum hier, dieser Flaschenbaum, der sieht auch richtig toll aus. Oh, der sieht wirklich toll aus. Ich kenne eine Frau, die hat diese Frisur übrigens. Ich glaube, ich nenne sie jetzt künftig Flaschenbaum, aber das können Sie falsch verstehen. Ja, das ist sie mit ihren zwei Schwestern. Feige auch nicht. Die Esche? Das heißt gemeine Esche, aber ich weiß gar nicht, wie gemein ist die Esche denn? Oh, Sonnenblumen müssen wir auch noch pflanzen. Irgendwo. Glycin. Das machen wir alles bei den letzten zwei Hobbithäusern. Machen wir noch Glycin und Sonnenblumen. Koreakiefer. Ich will eigentlich keine Nadelbäume hier haben. Eine Korkeiche. Korkeiche geht. Gibt es da noch mehr? Ja, die gibt es noch. Die kommen dahin. Gucken, hier könnte noch, boah, ich will hinten das Hobbit-Dorf da, diese zwei Hobbit-Häuser nicht so optisch, da muss das hier weg. Ich möchte einfach nur, dass die Leute das noch sehen. Ach so, warte, könnt ihr ja, wenn ich das hier trotzdem hinmache. Das hier sieht ja auch aus wie so ein Hobbit-Loch, das ist ja Absicht. Schön wäre es nur gewesen, wenn dadurch die Pfleger reingekommen wären. Ach, guck mal, hier unten kann man doch da hochgucken und sich daran erfreuen. Das ist doch super. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar mittelgroße Bäume. So, wir waren ja schon unten angekommen bei... Die Hakendorn-Akazie. Die ist auch schick. Bisschen kleiner, das meine ich so mit mittelgroßen Bäumen oder kleineren Bäumen. Die kann auch hier hinten nochmal hin. Ja, ich weiß. Nee, da hinten kommen irgendwelche Büsche hin. Hier kann auch eine hin. Ja. Und hier muss auch noch ein Baum hin. Gibt's den noch? Dieser ist doch noch schön. In derselben Größe. Nein, in etwas kleinerer Größe. Ja. Oh, was ist das? Das habe ich jetzt zufällig angeklickt. Der Hundsrosenstrauch. Ja, was passt denn besser zu Hunden als der Hundsrosenstrauch?
Jetzt muss ich aber noch gerade mal gucken, ob ich hinten mein Hobbitdorf nicht allzu sehr versteckt habe. Nein, guck mal, von hier kann man das auch noch sehen. Ja, wie krass. Hier ist ein bisschen schwieriger zu erkennen. Aber hier unten... Unten geht's dann wieder. Dann geht's hier über die Brücke für die Besucher. Doch, doch. Geht. Und hier würde dann in diese Richtung der Blick weitergehen. Und hier wären dann nochmal weitere Hobbithäuser. 2, 3 Stück. Genau. Und dann gehen die hier rum. Tup, 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 tup. Hier gibt's Przewalski-Pferde. Hier gibt's irgendwas anderes. Und hier ist dann schon der neue Bereich sozusagen. Das ist der längerfristige Plan. Jetzt wäre es natürlich ratsam, erstmal die Tiere zu holen. Dazu muss ich gerade mal gucken, ob ich hier auch ein Handelszentrum habe. Ich habe hinten bei den Hirschen eins, aber hier ist auch eins. Yes. Dann kann ich doch auch hier gleich schon mal die anderen zwei Peripheriegebäude, eine Tierpflegerhütte hinbauen und eine Werkstatt und einen Mitarbeiterraum, damit auch hier die Mitarbeiter sich schon mal häuslich einrichten können. Dazu werde ich jetzt hier hinten das Gelände abflachen. Bin mal gespannt. Aber das schadet nicht, das ist klar. So. Weil das hier ist jetzt Backstage-Bereich. Also das hier sehen wir nun von vorne wirklich nicht mehr. Aber hier muss ich jetzt schon wieder aufpassen, dass ich hier nicht in meine Deko reinäumel. Und ich möchte das hier zuhaben. Einfach nur, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Na. So ist gut. Ja, jetzt die Finger weglassen. Hat schon wieder keiner Finger weggeschrieben, aber es war keine Gefahr im Verzug diesmal. Das kann ich euch versprechen. So, also. Einrichtungen. Eine Tierpflegerhütte. Ich nehme da hier immer die Basis sozusagen. So, also die undekorierten Gebäude, weil... Gott. Weil die Dekoration nur Geld kostet und ich da noch kein Design für entwickelt habe. Fürs Auenland. Die Gebäude sind ohnehin im gesamten Zoo so versteckt, dass man sie als Besucher nicht sieht. Deswegen reicht es. Ich werde da noch irgendwas Rudimentäres drumzimmern mit Stein oder so, dass das einigermaßen auch für die Mitarbeiter gescheit aussieht. Aber groben und ganzen werde ich hier nicht großartig was dran verändern. So, eine Dingshütte. Und eine Werkstatt muss hier auch noch hin. Und dann muss ich eh gleich aufhören, wenn das Geld vorbei ist. Wenn ich hier kein Geld mehr habe. Und ein paar Tiger züchten wieder. In dem Mumbai Zoo, offstream. Und dann wieder ein Tiger gibt ja so, sag ich mal, zwischen 10 und 15.000 Dollar. Das ist ja schon richtig viel. So, jetzt habe ich hier alle Gebäude, die ich brauche. Personal habe ich schon. Aber ich weiß ja nicht, ob ich genug Personal habe. Wie viel Personal habe ich denn so? Ich glaube, alles bloß einmal, ne? Ja. Ja, und ein... Ach, guck mal. Und schon einen Arbeitsbereich. Da muss ich ja hier tatsächlich noch einen zweiten Arbeitsbereich und weitere Menschen einstellen. Machen wir das doch einfach. Dann sowas vergesse ich nämlich am Ende wieder. Ein Pfleger. Einen Techniker. Und Tierärzte habe ich hinten rumlaufen. Die kriegen ja eh keinen Arbeitsbereich zugeteilt. Ja. Alles klar. Und dann haben wir einen Arbeitsbereich. Und da kommen dann diese Gebäude hier alle rein. Das hier, das ist zum Reparieren. Und hier das Gehege. Sehr schön. Und das heißt dann Auenland 2. Auenland 2. Rothunde. Und dann gibt es noch 3 mit Przewalski-Pferden und der Tierart, welches auch immer sein wird. Das ist ein Arbeitsbereich, der ist dann da hinten. Und die 2 Buden gebe ich da auch mit rein in diesen Arbeitsbereich. Ich muss Enter drücken, ne? Ja. Dann
dann können die Mitarbeiter, das ist eine Bude und ein Klo, aber dann können die Mitarbeiter aus dieser Bude, auch hier in diesen Mitarbeiterbereich, in diesen Raum rein, müsste ich hier hinten in den weit entfernten gehen. Super! Wie ein Profi, Leute. Was habe ich hier schon wieder angestellt? Ah. Es überrascht mich nicht, Freunde. Es überrascht mich nicht. Aber hier hinten ist, wie gesagt, noch alles safe nach meinem Verständnis. Hector Hager, das ist der junge Mann, den ich gerade eingestellt habe, kriegt Rothunde. Und der Techniker hier kriegt auch Rothunde. Sehr gut. Es sieht aus, als hätte ich hier langsam eine Struktur reingebracht. Ich hoffe, die Leute kommen hier noch durch. Das könnte hier oben mit dem Zipfel da ein bisschen knapp werden, aber wie das hier aussieht, ne? Hier geht es übrigens in den anderen Arbeitsbereich rüber zu den Hirschen. Gut. Ja, stark. I like. Da machen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Stroh rein. Es sieht hier schon aus, als wenn die Hunde hier schon aktiv gewesen wären an dieser Stelle, aber es gibt gar keine Hunde. Ich habe auch noch gar keine gekauft. Mein Gott, ich muss mal in den Tierhandel gucken, ob überhaupt welche da sind. Und wenn ja, was für welche? Ganz schnell, die sind nämlich alle in anderthalb Minuten weg. Nehmen wir sie. Und sie? Ja, die beiden nehmen wir. Sie. Und sie. Ich habe mal geguckt, wie leben die nochmal zusammen? Ganz komisch. 25 Männchen bis zu 13 Weibchen. Das ist auch selten, dass es mehr Männchen als Weibchen gibt. Aber mindestens zwei und partnerlose Weibchen gehen auch zwei. Das heißt, ich kann die zwei dazu holen und mir mit dem Männchen Zeit lassen, weil das diese Männchen, die wir jetzt hier gesehen haben, der ist nix. Und der ist ja schon mal gar nichts. Oh, guck mal hier, für 18 Dinger holen wir es doch noch ein drittes Weibchen dazu. Ja, aber hallo. Das ist ausgezeichnet. Und hier ist doch mal so ein Typ, aber den lassen wir jetzt erstmal Typ sein. Gut, Tierhandel. Oh, schon wieder? Warum kommen immer schon so neue Tiere plötzlich? Und dann noch so günstige und gute. Ja komm, dann haben wir doch hier noch einen. Ich wollte doch 6 Stück haben, nehmen wir noch das zweite Männchen hier. Und noch ein Goldmännchen. Fertig. Ah, die waren so alt? Nee, sind auch nicht alt. Oh. Ich bin jetzt hier im Shopping-Fieber, Leute. Ja, komm, ich hab genug. Die werden schon noch besser. Jetzt war schon wieder das schlechteres Angebot, seht ihr? Okay. Ich hol die jetzt einmal dazu. Wie ungültig als die Ort. Oh nein. Ich weiß warum. Weiß warum. Weil hier die Barriere noch rosa, noch violett ist. Jetzt kann ich wieder tüfteln hier, bis. Da war sie blau? Ja, da ist sie blau. Nee, da ist sie immer noch blau. Sie darf halt nicht violett sein, weil das heißt, dass sie sich mit irgendwas überschneidet, obwohl ich schon wieder nicht sehe, wo sie sich da überschneidet. So. Ah, doch. Ah, warte mal. Hier ist noch ein... Hier ist noch irgendwo ein seltsames Stück. Oh nein. Was habe ich jetzt gemacht? Wo ist sie hin? Boah, sag mir nicht, ich habe die ganze Barriere weggemacht. Ich darf an sowas nicht rumspielen. Das führt zu nichts. So. Hier ist ein Barrierestück, das ich nicht verstehe. Als wäre sie hier doppelt, oder? Was ist denn, wenn ich hier eine Scheibe hinmache? Ist sie doppelt? Nee. Das sieht nur so aus wegen... Oh, führe mich nicht in Versuchung, dass ich hier noch einen Weg für Besucher lang mache. Nein! Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, Leute. Sonst endet das hier in einem
So, jetzt müsste es passen. Ich hoffe. Weil den Fehler zu finden... Ich hole erstmal nur eine dazu. Ungültiger Zielort. Ich weiß nicht warum. Weil er es wieder nicht begründet. Er sagt wieder nur, es ist ein Fehler. Er sagt nicht welcher. Aber es ist eindeutig ein Gehege. Oder? Unvollständig. Ach, ach! Der schlaue Taris hat nämlich hier vorne nach dem Brückendesaster das Ding nicht wieder zugemacht. Dann ist alles gut. Muss man drauf kommen. Oh, und dann sind da solche Sachen, da sucht man stundenlang und dann denke ich, hinten überschneidet die Barriere. Den nächsten Schreikrampf kriege ich gleich, wenn ich sehe, an welcher Stelle die hier rauskommen können aus ihrem Gehege. Aber das ist kein Problem, das kriege ich ja mit irgendwas, mit Felsen und so gefixt, notfalls. So, ah. So. Hier kann ich das, hier hole ich das auch immer gerne auf den Weg raus, weil wir sehen es ja eh nicht. Aber dann kann ich sicher sein, auch hier ein Stück weiter nach innen schieben. Sonst, wenn die da auf diesen letzten kleinen Rest schwimmen, heißt es dann, sie sind ausgebüxt. Und die Tiere haben hier die Angewohnheit, immer genau dahin zu gehen, wo sie nicht hingehen sollen. Aber ich glaube, das ist berechnend. Ich glaube, das muss so sein. Aber das ist es alles hier noch nicht, Leute. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Probieren wir mal was ab wegen der Brücke. Ah, doch, geht. Fast. Wir kriegen das heute noch hin. Das verspreche ich euch. Die Frage ist nur, wann. Jetzt. Ja, sehr schön. Okay. Jetzt sieht sie vollständig aus. Jawohl. Na dann. Holen wir doch mal ein Tier dazu. Ich bewusst nur eins. Ah nee, ich muss zwei holen, sonst ist sie rot. Ich muss zwei holen. Und eigentlich muss ich sogar mehr holen. Wie viel sind das nochmal? Mindestens zwei bloß, ne? Ja doch. Dann hole ich mal ein paar dazu. Einfach nur, um die Werte anzupassen. Die beiden. Ah, guck, jetzt geht's auch. Versand geplant. Weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Derzeit können wir schon mal ein bisschen Stroh reinlegen in die Höhle. Toll, es macht die Höhle noch größer, aber es zerstört oben nichts. Das ist schon mal wichtig. Sieht auch so lieblos aus, ne? Ah, das macht es nur noch größer, ne? Ich will das nicht noch größer haben. Obwohl, jetzt haben wir ja auch mehrere Hunde. Jetzt kann es auch ein bisschen größer sein, das Haus hier. So, das gucken wir uns gleich an. Hier oben sieht noch alles aus wie vorher. Ja. Kommen denn die Hunde? Hier kommen Wurzeln durch von Bäumen, ist auch witzig. Ach so. Sollte die Animation starten. Sonst wird das nichts. Und jetzt müssten hier eigentlich sehr engagierte Mitarbeiter langgelaufen kommen. Das ist alles nicht so abgerundet hier, auch mit der Steuerung nicht, ne? Habe ich manchmal den Eindruck. Arbeitsbereich Tierflex, das ist kein Gehege und kein Vivarium. Das muss ich auch nicht verstehen, ne? Also, Arbeitsbereiche. Kein Gehege in Rothunde. Ach so, weil ich es nochmal verändert hatte.
Na komm. Da hinten ist noch was Rotes. Ach, guck mal hier, den Eingangsbereich. Hab ich noch gar keinen... Da muss ich doch meinen eigenen Arbeitsbereich für den Eingangsbereich machen. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Wenn man hier so reinkommt, ich möchte in den Mittelerde-Zoo, hat man noch dieses Eingangsportal hier. Das ist auch ziemlich nice geworden, wie ich finde. Das habe ich in einer, sechsstündigen Nachtsession gebaut, aber ohne Stream, alleine. Und dann war das hier fertig und dann dachte ich mir, jetzt machst du noch das Auenland. Ja, und so nahm das Ganze dann seinen Lauf, leider. Und jetzt sind wir schon bei Rothunden angekommen. Aha! Da sind wir doch schon. Süß! Jetzt kommt erst wieder ein großer Aufschrei. Jetzt gucken wir uns erstmal an. Wir brauchen langes Gras. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und viel mehr Erde. Aha. Aber das ist okay. So viel Erde machen wir nicht. Es soll ja schließlich grün bleiben. Aber langes Gras, das machen wir zuallererst. Das kommt wohin? Wo kommt denn hier langes Gras hin? Hier in den Bereich können wir langes Gras machen. Ja. Dann passen wir zuerst jetzt das Gelände an und dann, im großen Aufschrei-Moment, wie ich ihn nenne, gucken wir, wo die Tiere entkommen können und wo nicht. Und der Hund läuft da schon sehr, sehr engagiert gerade los, was heißen könnte, dass er plant, über einen Zaun zu springen. Er lief auch sehr engagiert in eine bestimmte Richtung. Ich habe den Verdacht, er wird gleich über einen Zaun springen. Wenn wir da nicht vorher was gegen machen. Einfach, dann springt er gegen den Felsen. Ist auch schon passiert. Wenn die sich vorgenommen haben, irgendwas im Gehege zu springen und stoppt man die Animation und baut einen Felsen, springen die gegen den Felsen. So, ist aber viel langes Gras hier, ne? Aber ist ja okay. Ich habe nichts gegen langes Gras. Dann können wir hier schön Blumen wieder einarbeiten ins Gras und so. Das machen wir in einem nächsten Stream. Ist ja schon 11:15, liebe Freunde. So, das war langes Gras. Und jetzt fehlt noch ein bisschen Erde. Und das machen wir hinten, das mit der Erde. Das ist auch gar nichts... das ist zwar für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass die Tiere... die richtigen Bodenverhältnisse haben, aber es fällt tatsächlich nicht so ins Gewicht für das Wohlbefinden der Tiere. Da gibt es eine bestimmte prozentuale Anzahl, die man treffen muss. Und wenn man die getroffen hat, dann können auch einige Sachen auf Rot stehen, das ist dann egal. Aber ich möchte halt, dass das alles grün ist für die Tiere, ne? So. Jetzt haben wir das in grün. Jetzt kann der hier noch ein bisschen... rüber in den grünen Bereich. So. Und jetzt kommt Erreichbarkeit. Ah, hier müssen wir gleich die Barriere korrigieren. Und da kommt er drüber. Und sonst hier hinten noch. Ah, an solchen Punkten hier, da kann ich euch das immer prima zeigen. Hier wird das mit den Barrierepunkten zusammenhängen, ne? Ja. Genau. Hier kommt er durch die Barriere. Das ist klar. Das heißt, wir müssen diesen Barrierepunkt hier drüber noch hinausziehen. Und diesen ebenfalls. Und jetzt müssten zum Beispiel diese beiden Fluchtpunkte von dem Tier schon eliminiert sein. Genau. Dann müssen wir hier die drei Barrierepunkte nach hinten ziehen. Das ist das Gute, dass die hier oben drauf verlaufen. Dann haben wir kein Problem, die nach hinten zu ziehen. Aber dann wäre ich auch blöd, jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, wird mir dann mitgeteilt, dass die Hunde abgehauen sind. Das ist natürlich auch nichts. So. Den auch noch. Jetzt gucke ich mal, ob das reicht von der Tiefe her, von der Höhle her. Das weiß ich natürlich nicht aus dem Kopf. Das kann ich von oben auch nicht einschätzen. Ne, da sind sie auch fertig. Dann haben wir hier hinten den Bereich. Ja, das ist der Bereich zum Schwimmen. Das heißt, hier muss ich die Dinger auch nach hinten ziehen.
Muss hier nur aufpassen, dass die jetzt sich da mit dem anderen Gehege nicht kollidieren. Dass die da nicht anstoßen. Sonst verbindet ihr die Gehege nämlich miteinander. Das wollen wir auch nicht. Okay, hier, das könnte ein bisschen problematisch werden gerade. Ah, ja, das ist... Sonst setze ich da noch einen Felsen oder so einen Baumstumpf rein oder so. Dann ist das auch gegessen. Wo ist der Hund? Wo ist er denn? Da. So, das ist hier hinten. Ja, jetzt ist er... Jetzt hängt er da hinten fest, aber... Ich kann damit nicht weiter zurückgehen. Das heißt, nehme das Ding hier. Häng das hier vor. Warte mal. Ohne Heatmap. Ja. Mach hier auch nochmal so eine Begrenzung. Bei den Hirschen hat es funktioniert. Ich hoffe, hier funktioniert es auch. Aber sonst mache ich da was mit Felsen. Das geht auf jeden Fall immer. Ja, hier kommen sie drüber weg. Wie sieht's jetzt aus? Sieht's komisch aus. Da kommen sie zweifelsohne nicht mehr drüber. Ach ne, warum eigentlich? Warum eigentlich nicht so komisch aussehen? Das ist okay. Gut. So. Immer noch. Ach so, da kämen sie raus, aber sie kommen hier nicht drüber, ne? Doch, offensichtlich kommen sie hier drüber. Das werde ich testen. An der Stelle riskiere ich das mal. Hier ist noch eine Stelle gewesen irgendwo. Hier. Aha. Sie kommen hier auf den Felsen nicht hoch. Und irgendwie kommen sie doch hoch. Aber hier kann ich das Ding einfach rausschieben. Ja, hier kommen sie drüber. Dann muss ich die Felsen hier einfach erhöhen. Ich weiß, wo das Problem ist. Das Problem ist nicht die Barriere. Das Problem sind hier die Felsen. Die sind zu tief. Weil sie wahrscheinlich durch ihre grandiose Sprungkraft auf die Felsen hochspringen könnten. Und dann natürlich abhauen, wenn sie da oben angekommen sind. Und da ich mich ja hier noch für keine Verkleidung entschieden habe, für keine Bepflanzung. Wie gesagt, das werde ich heute Nacht wieder machen, wenn ich nicht schlafen möchte. Oh, ich habe es noch schlechter gemacht. Es war gerade besser. Warum kommen sie denn auch hier hoch? Ah! Seltsam. Deswegen. Weil ich in irgendeinem Wahn wahrscheinlich hier wieder... So. Oh, dieser Geländepilz ist sowas Bösartiges, Leute. Wenn man mit dem nicht richtig umgehen kann, das ist so bösartig. Jetzt dürften sie eigentlich nicht mehr rauskommen. Aber das ist halt etwas, was man ausloten muss. So, sie kommen da immer noch hoch. Wieso denn? Ah, nee, Moment. Ich muss es neu ausrechnen lassen. So, einmal neu berechnen. So, Freunde der Sonne, Kreaturen der Nacht. Und jetzt kann ich wahrscheinlich auch das hier wieder entfernen. Kriege ich den angeklickt von hier? Nee, alles kriege ich angeklickt, aber den Hund nicht. Aber ich glaube, wir dürften es jetzt... Achso. Wir dürften es jetzt geschafft haben... das Gelände hier ausbruchssicher zu machen. Also da oben kommen die nicht mehr hin. Dann ist es aber ausbruchssicher. Aber hier kommen sie jetzt wieder raus. Das heißt,
Mit den zwei Stämmen da drauf, war das gerade eliminiert oder schwimmen die da drunter durch? Nee, da kommen die nicht durch. Unmöglich. Sehr gut. Dann können wir jetzt noch die üblichen Verdächtigen verteilen, liebe Freunde. Ich guck mal, was der jetzt hier anstellt. Der haut ja sofort ab. Wenn die abhauen können, machen sie es. Nee, haut nicht ab. Okay. Dann. Hier kam doch noch einer gerade an. Da ist er doch hier. Das Männchen. Nee, doch, das Weibchen. Okay. Also, dann brauche ich hier mal so ein paar Fressnäpfe. Ihr könnt das ohnehin mal auf Rothund filtern. Habe ich noch nie erforscht, Rothund, tatsächlich. Noch nie im Zoo gehabt, deswegen auch noch nicht erforscht. Genauso wie auch das, den Hirsch, den hatte ich auch noch nie. Ist wieder Fressbrett. Liebe Leute von Frontier, wenn ihr schon mal was Neues programmiert, macht doch mal was anderes als dieses Fressbrett für die Fleischfresser. Würden wir alle super finden. Es gibt so viele Tiere inzwischen hier mit Fressbrett. Da wäre es schön, wenn man da eine Alternative zu hätte. Und baut eine Raufe für die Hirsche. Wenn es mit Mama gerade zuguckt, ist immer sagt, Grüße gehen raus. Sie sagt immer, baut eine Raufe für die Hirsche. Und das stimmt. Dem stimme ich zu. Gut. Und so eine längliche Tränke ist auch nicht schlecht. Die kann... Wo kommt denn die noch hin? Ach nee, Tränke brauche ich gar nicht. Ich habe hier fließendes Wasser. Wenn man so fließendes Wasser hat, braucht man eigentlich gar keine Tränke. Aber so ein... Fressnapf, so ein Futternapf. Nee, wonach suche ich? So ein Wassernapf gehört eben dazu. Die Dinger hier haben auch einen wahnsinnig hohen Effekt. Deswegen immer schön diese Kräuter oder in diesem Fall diese Blutköder auslegen. Dieses Spielzeug auch kenne ich nur in einem anderen Zusammenhang und auch weniger für Hunde. Was ist das hier? Ein Wasserbecken? Ah nee, das sieht aber sehr künstlich aus. Die Teile finde ich auch mega gut hier. Diese Bambusröhrchen. So. Dann können wir ein paar Blasenmachergeber noch hier reinmachen. So. Einmal Blasen. Ding. Hier auch. Und Wassersprenger. So. Was ist das? Futterkugel. Ja, komm. Futterkugel auch noch. Jetzt habe ich alles... Ach, das, guck mal, in dem roten Ding ist... Also, da ist auch Futter drin. Wer hätte das gedacht? Habe ich jetzt alles. Spielsachen. Zeug. Heizung muss ich gucken. Das weiß ich überhaupt noch gar nicht. Okay, alles klar. Passt. Ich starte die Animation. So, und jetzt gucken wir mal, wie gut es dem Hund hier geht. Gut geht's ihm. Genug stabiler Rückzugsort. Gehege, seht ihr, es ist ziemlich knapp. Wenn da jetzt noch andere Tiere dazukommen, wird's eng. Bepflanzung ist gut, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Das mache ich allerdings nicht jetzt, liebe Freunde. Und sie leben auch im Rudel. Das heißt, wir gucken gerade nochmal nach unserem Dammhirsch, Gina. Oh, sie hatte nämlich Nachwuchs. Was ist denn der Nachwuchs? Das hier, ne? Dan, Gold und ihr hier, Stanislav, gar nichts. Schade. Aber bei sowas ist immer wichtig, dass das Gehege... Der Zoo ist schon lange geschlossen. Ja, schon lange geschlossen, das weiß ich. Ob das Gehege noch groß genug ist? Quatsch, für die Tiere. Wenn Nachwuchs da ist, das muss man auch immer mal prüfen. Aber es reicht, ja komm, bei den Hirschen reicht es. Bei den Hunden wird es ein bisschen knapp, weil die brauchen eben viel Auslauf. Gut. Oh, guck hier, wie schön es Blasen macht. Liebe Freunde, ich muss das erstmal gerade speichern. Weil wenn ich das vergesse, ist auch immer schlecht. Liebe Freunde, ich hoffe... Oh, jetzt rülpst sie auch noch. Okay, schlechter kann ich mich nicht mehr benehmen, deswegen wird es höchste Zeit, den Stream zu beenden.
Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß an dem Stream wie ich. Vielleicht... Ich habe einen Schluck auf, deswegen rede ich so komisch. Vielleicht gibt es heute Nachmittag nochmal einen kleinen Stream. Tendenziell aber eher nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine extrem schöne Nacht und wenn ihr wollt und ich morgen früh streame, wahrscheinlich werde ich das tun, dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Taris.